Und ich frage mich immer, woran liegt das? Ist das schon von Grund auf so in uns eingetrichtert, dass es schlimm ist, sich Hilfe zu holen? Oder hat man selber Angst, sich mit sich selber auseinanderzusetzen? Also ich finde eh das Thema Therapie super spannend. Also selbst, wie du gesagt hast, selbst wenn du keine mentale, akute Erkrankung hast, ich glaube, jedem Menschen würde es gut tun, einfach mal zu reflektieren. Du bist die professionellste Podcasterin, die wir bisher zu Gast hatten, mit deinem Mikrofon. Und ich habe eben schon gemeint, du siehst ein bisschen aus wie ein Cyborg, weil du hast den Arm, glaube ich, gebrochen. Und bist jetzt auch Ja, Titanium gestärkt. ich winke. Ja, ich habe jetzt Titan in meinem Arm. Das reimt sich sogar, Titan im Arm. Ja, mega. Ich habe dich ursprünglich angeschrieben, weil ich dich eigentlich in der Show haben wollte für das Thema starke Frauen in der Musik-Metal-Szene. Aber Uiui. du hast geantwortet, dass du da mittlerweile dich selbst nicht mehr hören, drüber reden kannst. Drüber reden, hören kannst, so rum. Und du stattdessen lieber über Mental Health, mentale Gesundheit sprechen würdest. Ja. Und mega geil. Aber meine erste Frage dazu wäre jetzt, wie die zwei Sachen eigentlich so zwei Themen eigentlich so zusammengehören für dich. Also ob es da eine Verbindung besteht. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also mir ist nur aufgefallen, dass ich, und ich habe das auch sehr gerne gemacht, also ich finde es sehr wichtig, über das Thema Frauen in der Musikbranche zu reden. Aber ich glaube, viele Frauen, die in Rock und Metal sind, haben jetzt, glaube ich, mindestens 10 bis 100 Interviews darüber jetzt schon geführt. Und es ist super deprimierend zu sehen, dass sich irgendwie gefühlt nichts bis wenig immer noch ändert und man sich irgendwie so den Mund fusselig redet. Ich glaube, es ist wie so ein Musikstück, wenn du das irgendwie 500 Mal hörst, irgendwann kannst du es auch nicht mehr hören. Und ich möchte auch, dass einfach meine Interviews trotzdem noch interessant bleiben und dass ich nicht mich hinsetze und gelangweilt aussehe, weil jetzt wieder dieselben Fragen kommen. Und deswegen dachte ich, hey, was ist denn ein Thema, was vielleicht noch wichtig ist, drüber zu sprechen? Und es ist einfach mentale Gesundheit, weil ich da auch aus persönlichen Erfahrungen sprechen kann. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängen muss. Ich glaube, ich würde es als zwei Themen betrachten. Also ich glaube schon, dass viele, die im Metal- und Rockbereich unterwegs sind, bestimmt auch viel erlebt haben, weil ich glaube, es kommt ja nicht von ungefähr, so Musik zu hören, die solche Texte haben. Aber ob man das jetzt in unmittelbaren Zusammenhang stellen kann, weiß ich nicht. Müsste man mal wissenschaftlich mal was aufstellen. Ja, ich dachte halt eher so an den Zusammenhang mit einem Outlet. Weil ich weiß, also wir haben ja auch Musik gemacht, ich und der Sebastian, und Musik war für mich früher noch viel mehr als jetzt halt immer so ein Outlet, wo ich mich auspowern kann. Und dass das Ja. vielleicht mit mentaler Gesundheit auf der Mittel, auf der Lösungsebene funktioniert, irgendwie für dich. Wie ist das Total. so? Wie ist das so gewesen in Corona? Ist das hart gewesen, jetzt gar nicht spielen zu können vor Publikum? Und ja. Ich fange, glaube ich, mal bei deinem ersten Satz an. Ich habe Musik, also für mich, als ich angefangen habe, Musik zu machen, war das nur für mich. Also ich habe gar nicht so weit gedacht, dass da irgendwie mal Erfolg kommt oder dass ich jetzt Musik schreiben muss, die irgendwie bei Leuten ankommt, dass ich irgendwann mal auf großen Bühnen stehe. Ich habe irgendwie so die Jungs gefunden und wir haben Musik gemacht und ich habe für mich persönlich gemerkt, krass, also auch schon bevor ich selber gesungen habe, war Metal für mich einfach wirklich ein Outlet, um mal so Gefühle wie Wut und Trauer rauszulassen, sage ich schon, laufen zu lassen und rauszulassen. Und auch, ich meine, ich habe auch gerade, als ich Slipknot angefangen habe zu hören in der Schule und ich war so krass, also da gibt es ja jemanden, der fühlt auch so wie ich und das ist ja vielleicht normal, wütend zu sein. Und ich glaube, hat mir sehr viel geholfen, diese Musikrichtung zu entdecken. Ich bin auch durch meine Eltern, habe ich eh immer viel Rock gehört und das war eine große, große Stütze für mich. Auch die Szene, in der ich mich bewegt habe, war eine große Stütze. Und die Texte sind für mich immer Therapie. Also ich bin so dankbar, dass ich dieses Outlet habe, um über Themen zu schreiben und die mir von der Seele zu schreiben und die Dämonen quasi so rauszulassen. Und wenn ich dann von der Bühne gehe, bin ich wirklich unfassbar dankbar und unfassbar glücklich, dass ich irgendwie diesen irgendwie auch geschützten Raum habe, das zu verarbeiten. Ja. Und Corona war sehr schwer für mich.
ich habe immer gesagt, solange ich Musik habe und solange ich auf Konzerte gehen kann und solange ich Bands sehen kann und Musik machen kann, ist bei mir alles in Ordnung. Und dann ist dieser riesen, ja, diese riesen Stütze ist weggebrochen. Das war schon nicht einfach, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, wir haben natürlich trotzdem Musik gemacht ganz lange. Im Lockdown haben wir uns auch nicht gesehen. Wir haben uns da sehr dran gehalten. Wir haben dann versucht, einfach über ja, Online-Tools unsere Musik zu schreiben, aber das ist nicht das Gleiche. Wie war es dann wieder auf die Bühne zu gehen? Ihr habt jetzt auch, ich glaube, ein paar Konzerte schon gespielt, so, ne? Ja. Dieses Jahr. War also unser erstes Konzert. Ja, unser erstes Konzert war in München, was überhaupt nicht unsere Base ist. Wir sind ja aus dem Raum Frankfurt-Hessen. Und ich glaube, also wir waren alle auf jeden Fall eine Woche vorher schon aufgeregt. Das war echt krass. Also man hat sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht, aber sobald dann irgendwie so der erste Fuß auf der Bühne war und der erste Ton irgendwie bei mir gefallen ist, dann war das so wie Fahrradfahren. Und das war wirklich super schön. Also die Leute waren so gut drauf. Es hat mega viel Spaß gemacht. Es war auch eine Ehre mit, wir haben mit The Hirsch Effect gespielt, eine unfassbar gute Band, und mit denen haben wir uns sehr gut gefallen. Also dieser ganze Abend war einfach echt, wir haben das alle aufgesaugt. Ich glaube, jeder, der da war, ja. Wie hast du das Publikum wahrgenommen? Sind die auch hungrig? Weil ich frage mich immer, ich habe halt vor dem ersten Lockdown habe ich in einem Club gearbeitet, hier in Bielefeld, als Bühnenmensch, Bühnenaufbauer. Und in jedem, dem ich darüber gesprochen habe, so in den letzten Monaten, der hat eigentlich so vor der Öffnung gesagt, so, boah, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass die Leute darauf Bock haben und dahin gehen und irgendwie im Circle Pit irgendwie abkacken zu was, also könnte sich das gar nicht vorstellen, so, ne? Und ich war aber immer der Meinung, dass das komplette Gegenteil irgendwie der Fall ist, dass die Leute mega Bock drauf haben, weil die es jetzt so lange nicht konnten, so, ne? Wie hast du das Publikum wahrgenommen? Also wir hatten sehr unterschiedliche Konzerte. Wir hatten 4 Konzerte jetzt im Sommer, wirklich von man darf nur sitzen am Tisch, man darf nicht mal aufstehen mit Maske, bis es gibt irgendwie gar keinen Abstand mehr und wir brauchen keine Maske. Und ich habe alle 4 Konzerte, die wir gespielt haben, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so ausgebrannt war auch und unbedingt wieder Bock auf Musik hatte, aber die Konzerte, wirklich alle 4 Konzerte sind mit in meinen Top 10 Konzerten, die wir je gespielt haben. Ich fand es richtig, richtig schön. Die Leute hatten so Spaß, und selbst in München, wo nur man sitzen durfte, mit Riesenabstand nicht aufstehen durfte, selbst da hatte ich so gute Energie zurückbekommen. Und ich habe vorher mit vielen Freunden in der Musikbranche geredet, die auch in Bands sind. Und die meisten haben eigentlich gesagt, ja, es war okay, aber es war jetzt auch nicht besonders geil. Es war jetzt schon irgendwie komisch. Ja, ging halt jetzt mal in Corona-Zeiten. Aber ich habe das gar nicht so empfunden. Ich war so dankbar. Und ich glaube, je nachdem, mit welcher Energie man selber auch auf die Bühne geht, schon im ersten Song und das dann versprüht, das kriegt man dann auch zurück. Wenn man schon mit sehr viel Angst oder Sorgen oder das kann ja nicht gut werden oder das wird bestimmt komisch, als Metalband vor sitzenden Menschen zu spielen, dann strahlt das, glaube ich, auch aus. Und ich war einfach nur dankbar. Mir hat es wirklich super viel Spaß gemacht. Und das war, die Leute waren schon, die hatten Bock auf jeden Fall. Ja. Vielleicht hatten wir auch nur Glück. Ich stelle mir das gerade so vor, so in Bayern, in München, dass sie dann irgendwie vor so Biergarnituren sitzen und dann mit 1 Meter Abstand irgendwie mit dem Maß, oh, jetzt hören wir uns einen schönen Metal an, ne? Es war wirklich so fast. Also es war wirklich, es waren Biergarnituren. Also es war halt cool, weil es war drinne. Das heißt, wir konnten auch unsere ganze Lichtshow aufbauen und so. Und ich glaube, das hat auch nochmal sehr viel Wirkung. Es zeigt, glaube ich, mehr Wirkung, wenn du wirklich im Dunkeln bist und deine Show machen kannst, als wenn du jetzt auf einem Festival bist und die Leute dürfen nur sitzen und es ist hell. Die waren wirklich süß. Also es war sehr schön. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir die Chance hatten, dieses Jahr zu spielen. Das glaube ich, das glaube ich. Du, ich habe gestern Abend habe ich dein Instagram so von vorne bis Anfang irgendwie so durchgehauen. Schaut? Ja. Um mir halt irgendwie so Input zu holen. Und mir ist aufgefallen, dein erster Post ist von 2018. Mhm. Also voll spät. Wie kommt's, dass du so spät auf diese Plattform bist? Oder hast du irgendwann mal alles gelöscht und dann wieder erst angefangen? Ja, zweites. Also ich hab mein erstes Profil, ich glaube, mit 7000 Followern gelöscht. Ich habe früher gemodelt, also ich habe viele Model-Sachen gemacht, auch neben der Musik und auch sehr viel. Und
irgendwann wurde Instagram immer größer und ich habe mich selber auch bemerkt, wie dieses ganze soziale Medien mich irgendwie verändert und wie ich sehr angefangen habe, viel zu posten und sehr viel Zeit zu investieren, mich fertig zu machen, um ein Bild zu posten und dann nicht mal wegzugehen. Also ich stand wirklich im Bad, habe mich fertig gemacht, eine Stunde, habe meine Haare gemacht, habe dann mein Foto gemacht und dann habe ich mich wieder abgeschminkt und habe mich auf die Couch gesetzt und dann dachte ich so, ey, das ist es, das kann doch nicht sein. Also was mache ich hier eigentlich? Und habe dann auch im Zuge tatsächlich auch, also es ist ja kein Geheimnis, dass ich auch mit einem Trauma zu kämpfen habe und auch eine Depression hatte und habe mich auch in der Zeit tatsächlich in eine Klinik begeben, um mich mit meinen Sachen auseinanderzusetzen. Und auch nach diesem Klinikaufenthalt habe ich tatsächlich auch mein Profil gelöscht, weil ich auch irgendwie gedacht habe, so nee, ich habe Angst, da in was reinzufallen, was ich nicht bin. Und wie sich ja auch leider das mit den sozialen Medien entwickelt hat, ist es mich genau das jetzt das Problem. Und ich habe dann gesagt, okay, ich mache einen neuen Account, aber ich will mich da wirklich hauptsächlich auf die Musik konzentrieren und nicht auf Fotos oder Aussehen oder sonst irgendwas. Und habe dann meinen Account gelöscht. Und viele haben gesagt, oh mein Gott, warum hast du es gemacht? Du könntest jetzt so viele Follower haben, aber das ist halt einfach nicht alles. Und habe dann 2018 einen neuen Account gemacht. Manchmal gehe ich immer noch durch und lösche irgendwie alte Sachen und setze alles auf null. Aber ja, ist schon teilweise traurig zu sehen, in welche Richtung sich das so in unserer Zeit entwickelt aktuell. Ich habe auch immer das Gefühl, je mehr Follower du hast, umso einsamer fühlt man sich eigentlich, weil du siehst, ich hatte jetzt 7, ich hatte auch irgendjemanden, da kam mit 2,5 und du siehst halt diese ganzen Leute und du sitzt halt zu Hause und dir geht's beschissen und du hast aber da 2.500, 7.000, 10.000 Leute, die den Account folgen, aber es fühlt sich einfach dann nichts an, weil du mit diesen Leuten halt nie in Kontakt trittst. Also ich finde, bin eher nicht so der große Freund von Social Media, dass dieses Soziale in diesem Kontext halt gar nicht vorhanden ist. Und ich auch immer super Schwierigkeiten hatte mit meinen Accounts. So, meinen letzten habe ich jetzt auch platt gemacht und mir gedacht, so, ich habe irgendwie keinen Bock drauf. So, ich will einfach, dass es klein bleibt oder dass sich Leute wirklich dafür interessieren und man sich nicht immer darstellen muss oder in irgendeine Content-Richtung läuft, wo man meint, ah, okay, das kommt mir an und so weiter. Und dann ist man wie alle anderen letztendlich. Ja, so, ich stelle mir das auch unfassbar anstrengend vor. Ich finde es ja jetzt schon anstrengend, irgendwie für die Band quasi Promo zu machen, indem man sich ein Konzept ausdenkt und Live-Fotos postet und Werbung macht für einen Song, der irgendwie rauskommt. Und mir ist mein Privatleben mittlerweile auch echt, ja, heilig. Also ich finde, es geht auch einfach niemandem was an, was ich jetzt den Tag über mache. Ich poste gerne mal hier und da mal was, aber das reicht dann auch. Und ich finde es immer so interessant, es gibt echt Menschen, die haben irgendwie 500.000 oder 1 Million Follower und sind ja schon eine Art Berühmtheit auf Instagram. Ich würde die aber nie auf der Straße erkennen. Und wenn ich irgendwie schaue, es gibt irgendwie Bands, die haben vielleicht 20.000 Follower oder noch weniger und die, oder 50.000 oder 100.000 und die betouren die Welt, die füllen Stadien. Was ist, also diese Relation ist halt so vollkommen seltsam, ne? Also du brauchst nicht viele Follower unbedingt oder 1 Million, um irgendwie in der Welt deinen Erfolg zu finden. Und ich habe auch gesagt, so, ich habe lieber den echten Kontakt zu Menschen durch meine Musik und bin auf der Bühne und connecte so mit den Menschen, als einfach irgendwie Modelfotos zu posten und dann nur online präsent zu sein. Ja, ich habe mal geguckt, bei Instagram ist das meistgelikte Bild ein Ei. Und danach, die nächsten Sachen sind irgendwie Fußballer oder so. Also wirklich keine hochwertigen Fotos. Mhm. Und das wäre doch einfach aufgefallen, weil du halt meinst, es hat keine Relation. Wie viele Likes du hast, wie viele Follower du hast, sagt einfach nichts über die Qualität deiner Postings aus. Und ich muss auch sagen, dass viele Postings auch einfach gleich aussehen. Also wenn man sich da anguckt, was du so im Startfeed hast, wo ich eh nicht hingucke, es sieht alles gleich aus. Und es ist, also was bringt es irgendwie, da mehr zu machen, als wirklich versuchen zu machen. Ich mache jetzt Werbung hier für meine Sache und das war's. Aber ja, darin leben würde ich halt nicht empfehlen, weil es einfach, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, ich habe immer ein gemischtes Gefühl, wenn ich auf Instagram bin und denke, okay, guck, dass du schnell wieder rausgehst und nicht in dieser Welt bleibst. Und es gibt ja auch viele Influencer, die sagen so, boah, die sind ausgebrannt oder dieser Druck, immer was Neues posten zu müssen und immer gut auszusehen. Ich glaube, dass wir da in den nächsten Jahren echt eine große Welle von, ja, neuen mentalen Erkrankungen auf uns zurollen, weil
das einfach nicht gesund ist. Und ich finde es auch schwer mittlerweile für Künstler, weil du einfach, wenn du kein Geld in die Hand nimmst, da nicht mehr durchkommst. Also du kannst so gut sein, wie du willst, wenn du deine Posts nicht promotest oder Geld in die Hand steckst, um dein YouTube-Video sichtbar zu machen. Ja, weil selbst die Leute, die dir folgen, sehen ja deinen Content gar nicht mehr. Also es ist ein Fluch und ein Segen. Auf der einen Seite ist es schön, mit vielen Menschen in einer Art Kontakt zu sein und zu sehen, okay, was machen meine Freunde in Amerika, was machen die in Australien. Aber es läuft so ein bisschen auf jeden Fall aus dem Ruder. Also ein bisschen ist sehr, meiner Meinung nach. Ja. Der neue Trend ist gerade, ich hatte einen Podcast gesehen, ich weiß jetzt leider den Musiker nicht, aber vielleicht können wir es mal einfügen. Der hat einfach seine Telefonnummer rausgegeben. Der hat sich da was aufgebaut, wo das dann funktioniert. Der hat die Telefonnummer rausgegeben und hat gesagt, ich scheiße auf Social Media, ich mache es nur ein bisschen. Aber wenn ich halt in die Stadt komme, kriegen die Leute auch eine Nachricht und können darauf sogar antworten. Und ich bin mit denen in Kontakt, ich weiß, wo die sind. Ich hab die Daten. Und nicht irgendwer anders. Und ich kann analysieren, wo die Menschen, wo kann ich welches Konzert machen. Also es gibt schon Leute, die versuchen, da rauszukommen, weil, wie du sagst, auf der Plattform sind tausend andere Leute. Sie machen alle genau das Gleiche. Sie nehmen wahrscheinlich auch alle Geld in die Hand. Das heißt, selbst der Pool, wo du gepusht wirst, ist quasi voll mit Leuten, die auch Geld in die Hand genommen haben. Das heißt, dann ist das auch schon wieder nichts wert. Es ist halt heutzutage irgendwie wirklich Fluch und Segen, aber es ist mehr Fluch manchmal. Was bringt es eigentlich noch? Also alle sind da und du fällst ja mit nichts mehr auf. Also wenn, dann fällst du mit Skandalen noch auf oder so, aber selbst das interessiert ja auch kaum noch jemanden. Ja, und gerade für kleinere KünstlerInnen oder Bands, die vielleicht gar nicht das Geld haben, da irgendwie was in die Hand zu nehmen, die kommen ja gar nicht mehr durch. Und irgendwie ist, also ich glaube, es gibt sehr viel sehr gute, ungehörte Musik, die nicht die Chance hat, weil man einfach nicht die Chance hat, durchzukommen. Und das ist so traurig. Aber das Problem liegt ja auch nicht nur bei den sozialen Medien, sondern auch einfach bei Veranstaltenden, die 0, also da spielen ja Bands teilweise für ein Bier und legen noch drauf für Sprit und sonst irgendwas. Also es ist generell, Wenn man überhaupt so weit kommt. Also ich meine, als wenn du anfängst in der Musik, ist es so krass, da einen Spot zu bekommen. Du musst, ich glaube, ich habe für die Band mit mir und Tim habe ich über 500 Mails rausgeballert, um überhaupt irgendwo reinzukommen. Und manchmal war es auch ein bisschen, man kennt sich schon, oder ich bin während der Arbeit, wo ich woanders gearbeitet habe, zu einem Veranstalter gegangen, in die Bar rein, habe gesagt, Alter, ich will hier spielen, weil ich dachte, ich hab anders keine Chance. Und das war so eines der schnellsten Möglichkeiten, wo wir dann wirklich einen Auftritt bekommen haben, weil ich einfach da war. Aber hätte ich jetzt eine E-Mail geschrieben, dann wäre ich zwischen 1000 Anfragen pro Tag gefühlt einfach untergegangen. Es ist echt brutal, also vor allem, wenn man anfängt. Ja, ist schon interessant, wie sich das so entwickelt hat. So, ne? Also wenn ich zurückdenke an die ersten Social-Media-Dinger, so damals mit meiner Band haben wir irgendwie, da war MySpace gerade neu. Fuck, I'm old. Ja. Und da war ich so, boah, fuck, geil. Jetzt können irgendwelche Menschen in Kanada oder so, können unsere Musik hören for free. Wie geil. Und jetzt ist das halt so das komplette Gegenteil, weil es einfach so groß geworden ist, dass die das dann trotzdem nicht hören, so, ne? Also weil es halt nicht rausgeht, wie ihr sagt. So. Und im anderen Kontext habe ich letztens irgendwie gehört, dass Social Medias und Facebook, Instagram und so weiter, das sind die neuen digitalen Regierungen, also Digital Government irgendwie, das jemand bezeichnet. Aber in einem anderen Kontext, glaube ich, irgendwie Finanzsektor oder so. Weil, ich weiß wieder, weil Twitter ja irgendwie Donald Trump geblockt hat. Und das ja schon krass ist. So, ich meine, man kann von den Menschen halten, was man will, aber es ist halt schon heftig, wenn ein Unternehmen quasi sagt, so, du hast jetzt keine Stimme mehr. Und das ist der Präsident von Amerika gewesen zu dem Zeitpunkt. Also schon heftig. Ja. Wie kriegen wir jetzt die Brücke? weg von Social Media. Ja, aber es ist halt auch ein sehr interessantes Thema, gerade für Künstler und Künstlerinnen da heutzutage. Ich meine, das ist cool, dass alles digital ist so, aber eigentlich verkaufst du deine Seele. Ich glaube, du bekommst pro Stream, also entweder war es 0,0002 oder 0,0002 Cent. Also, ich glaube, das Letztere, ja. Es ist echt... Es ist wirklich krass und ich glaube, da muss irgendwie mal wieder ein System rein,
dass generell Künstler einfach mal wieder so eine Art Wertschätzung haben und einfach mal wieder ein bisschen mehr bekommen für das, was sie da investieren. Ich glaube, System of a Down hat mal einen Vertrag, wo das mit Streaming anfing. Und da war unter Streaming waren auch Produktionskosten mit drin für Material. Weil die Plattenfirmen sich halt, also die Plattenfirmen stecken eh quasi hinter den großen Streaming-Diensten, die verdienen halt eh das meiste dran, die kriegen ja auch nochmal die Anteile von den 0,00026 irgendwas. Mhm. Und die hatten halt ihren Vertrag, also ich generell mal so Vertragssachen angeguckt letzte Zeit. Und die meinten halt, die mussten halt quasi die CD-Presse bezahlen, obwohl die gar nicht vorhanden war, weil es der Stream war. Und die mussten irgendwie 50.000 oder so abtreten. Und die meinten halt, das ist halt die Musikindustrie. Es ist halt so nicht mehr wie früher, dass irgendjemand sitzt und einer ist so, es sind halt mehrere, es sind große Verbände. Aber es ist halt, also die größte Kritik an der Musikindustrie, die ich jetzt gehört habe, war auch einfach, dass diese ganzen Unternehmen keine Risiken mehr eingehen, dass sie nicht sagen, okay, ich höre mir das jetzt an und vielleicht wird es was, sondern alles wird nur produziert und alles nach Schema F runtergehandelt. Du bist ein paar Wochen in den Charts, die kriegen ihr Geld, du hast am Ende Schulden, das war's. Und die meisten Künstler, und das sollte man echt sagen, bevor man irgendeinen Vertrag unterschreibt, guckt vorher, wie viel Geld ihr vorher bekommt. So, wenn ihr 20.000 Euro Vorschuss bekommt, heißt das nicht, dass ihr Geld habt, sondern ihr habt Schulden. Ja. Und diese Schulden kriegt ihr nicht rein, meistens nicht. Und dann hängt ihr da und habt Schulden. Es gibt Stars, die haben eigentlich gar keine Kohle. Und das ist, ich weiß halt auch nicht, welche Lösung es dafür gäbe. Ich werde dann immer ganz nostalgisch und denke noch so an die alten Zeiten, so wie man einfach sich den Weg nach oben gekämpft hat und man dann auch das honoriert bekommen hat, ja, und irgendwie noch eine Chance war, durch Konzerte spielen, Platten zu verkaufen, und ja, es ist schwierig. Ja. Okay. Jetzt müsst ihr die Kurve mal langsam bekommen, jetzt sind wir so weit im Musikthema. Tim, hast du nicht noch irgendwas wegen Sport? Ja, ich habe gesehen, Laura. Ah, okay. Musik, Sport. Themenwechsel. Ich habe gesehen, ich mache viel Sport. Hast du das beim Sport gebrochen? Beim Skateboardfahren. Skateboardfahren, okay, wow. Ja, ich habe gesehen, dass du 2019, glaube ich, ein Obstacle Race gemacht hast. Ja, den Strong Viking, 19 Kilometer Hindernislauf. Mega. Machst du das regelmäßig oder war das ein einmaliges Ding? Ich mache schon immer viel Sport. Ich liebe Sport. Ich bin auch froh, dass meine Mutter mir schon seit Kindesbeinen immer ermöglicht hat, mich irgendwie sportlich zu betätigen. Aber das war mein erstes Mal, dass ich bin auch gleich die 19 Kilometer gelaufen. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich krass drauf hintrainiert war. Ich habe einfach gehofft, dass mein Boxen und Klettern und Fahrradfahren ausreicht. Ich bin auch wirklich super stolz. Ich bin den komplett durchgelaufen. Ich glaube, ich habe von 44 Hindernissen auch 39 geschafft oder so. Obwohl ich damals schon, ich habe mir letztes Jahr schon meine Schulter kaputt gemacht, noch bevor ich mir den Arm gebrochen habe. Und da war ich auch schon irgendwie ein bisschen lediert. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass ich jetzt dieses Jahr auf nächstes Jahr hin trainieren kann. Aber ich glaube jetzt mit dem gebrochenen Arm, mal schauen, ob das was wird. Aber ich würde auf jeden Fall gerne nochmal laufen. Ich habe das zusammen mit meinem Gitarristen gemacht und noch ein paar Freunden. Und ja, ich bin da sehr offen gegenüber allen möglichen Sportarten. Also ich surfe gerne, ich habe den Braungurt in Judo, ich boxe, ich fahre gerne Fahrrad, ich kletter, ich probiere mich da irgendwie gerne aus. Ist Sport so eine Art Meditation? Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ins Hier und Jetzt zu kommen. Und ich glaube, dass es auch die Möglichkeit gibt, sich auszupowern und das einem auf jeden Fall gut tut, gerade wenn man eher so ein nervöser Typ ist. Ich weiß nicht, ob ich es als Meditation bezeichnen würde. Ich mag eher Sachen, die mich anstrengen und auspowern. Wobei Klettern ist schon so eine Sache, also es ist schon geil. Ich bin da wirklich, wenn ich 2 Stunden, 3 Stunden klettern bin, denke ich an nichts anderes, außer welchen nächsten Boulder muss ich nehmen. Da kann man auf jeden Fall gut den Kopf ausschalten. Und Boxen hat mir auf jeden Fall eine gewisse mentale Stärke gegeben. Ja, ja, das sehe ich genauso. Ich bin halt auch voller Sportfreak. Und es gibt aber eine Sache, und deswegen habe ich das gefragt mit dem Obstacle Race.
Weil es gibt eine einzige Sache im Sport, wo ich dieses Gefühl von in einem Moment sein nicht habe, und das ist Laufen. Also keine Ahnung, ich mache CrossFit und bei allem, keine Ahnung, wenn du irgendwie ein Gewicht hebst oder Pull-Ups machst oder so, dann bist du immer nur im Kopf maximal damit beschäftigt, so, boah, wie packe ich jetzt die nächste Wiederholung oder wie packe ich das? Und das Einzige, wo das nicht ist, ist beim Laufen. Weil sobald ich irgendwie laufe, habe ich Zeit nachzudenken. Ja. Oh, ist ja voll anstrengend hier, voll der Scheiß, noch so und so viel Kilometer oder so, keine Ahnung. Ich jogge auch nicht gerne. Gar nicht. Deswegen ist Laufen halt voll beschissen, meiner Meinung nach. Und das versteht niemand, wenn ich dem das erkläre. Ist es beim Obstacle Race genauso oder ist man da halt so von diesen Hindernissen dann halt, dass man halt so denkt, so, boah, wie komme ich jetzt über die nächste Hürde oder wie robbe ich mich da durch diese Schlammballung entlang? Ja, also man hat ja, ich glaube, alle 200 bis 400 Meter hast du ein Hindernis und du bist eigentlich schon ein paar Minuten dann irgendwie wieder am nächsten Hindernis und dann bist du da irgendwie beschäftigt. Und ich glaube, du hast da so viel Input, da sind ja auch noch andere Leute, die laufen. Meistens hat man ja irgendwie noch Freunde mit dabei, dann quatscht man mal irgendwie beim Joggen nebenher. Ich würde jetzt keine 19 Kilometer nur laufen. Da würde ich, das wäre mir zu langweilig, aber mit den Hindernissen, das ist schon auf jeden Fall cool. Da ist dann, das Laufen ist dann quasi das Ausruhen. Und dann weißt du ja, okay, gleich kommt irgendwie das Nächste und dann bist du wieder drin. Yoga ist auch nicht meins irgendwie. Ich weiß nicht, alle sind immer so, oh, Yoga, voll krass, da kann ich meinen Kopf ausschalten. Yoga macht mich richtig nervös. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber das Schlimmste ist Laufen für mich. Danach kommt Fahrradfahren ist so ein Zwischending. Und am Yoga nervt mich so ein bisschen dieses Runterkommen. Also ich finde es auch super schwierig. Ich meditiere eigentlich fast jeden Tag, aber ich finde es mega schwierig, so reinzukommen in die Meditation. Also bis du zu dem Punkt bist, wo du halt echt so meditierst und nicht über Gott und die Welt nachdenkst, dauert bei mir schon meistens so lange, dass es dann schon wieder fast vorbei ist. Verstehe ich. Basti, wie ist es bei dir? Also aktuell mache ich ja keinen Sport. Also ich will irgendwann boxen gehen, aber ich weiß, dass wegen Corona nicht wieder Beschränkungen sind, weil ich einfach noch nicht geimpft bin. Bei der Meditation, das mache ich jetzt auch fast ein Jahr, es kommt immer drauf an. Also gestern, so die letzten zwei Minuten war ich dann halt wirklich drin, aber bei der Meditation ist es ja so, es geht ja um nichts. Und ich glaube, viele haben Schwierigkeiten, weil sie halt mit so einer Erwartung reingehen, dass irgendwas passieren muss oder dass man plötzlich gar nicht mehr denkt, aber du denkst halt die ganze Zeit. Es geht ja darum, dass du deine Gedanken halt beobachtest und dann langsam wieder in den Fokus zurückkehrst. Und vor allem, wenn man halt psychisch halt gewisse Dinge hat, hilft Meditation halt, also das merke ich halt einfach, dass ich so 30-40% ruhiger bin. Ich gehe in manche Situationen rein und mein Kopf hängt sofort an mit Angstgedanken und sagt, ja, jetzt müsste aber jetzt dein Herz anfangen zu rasen und wir müssen jetzt schwindelig werden und jetzt müsste der Gedanke kommen. Und ich beobachte es dann auf einmal und merke so, ja, was passiert gar nichts. Also mein Körper bleibt komplett ruhig, es passiert überhaupt nichts. Und mein Kopf ist die ganze Zeit am Reden und erwartet halt, dass jetzt irgendwie Angst kommt oder Nervosität, aber es kommt halt gar nichts. Und ich bin dann jedes Mal total verwundert, dass ich das Gefühl habe, es ist wie so ein Great Reset irgendwie, dass ich quasi die Situation neu evaluieren kann und dass ich sagen kann, okay, krass, hier ist gar nichts. Also die alten Trigger sind so stumpf geworden, dass das nichts mehr passiert. Also nicht, dass ich triggerfrei wäre, so ist es leider nicht. Aber ich merke, also ich meine, generell hat sich mein Leben jetzt in dem Jahr sehr viel verändert, aber ich finde, Meditation ist ein ultimativ krasses Tool. Und du lernst unglaublich viel dadurch, dass du eigentlich nur rumsitzt und quasi wartest, dass dein Wecker losgeht und du denkst, oh Gott sei Dank, ich habe es hinter mir. Aber ich glaube, ich kann auch gar nicht so richtig einschätzen, wie viel mir Meditation schon eingebracht hat in Sachen allgemeines Wohlbefinden. Also wie gesagt, ich hab letztes Jahr extrem schwierig, also Corona und so weiter, extreme Schwierigkeiten mit sehr vielen Dingen gehabt.
bin auch sehr, sehr in alte Muster zurückgegangen, in sehr alte Angstpattern und Gedankenpattern. Und hatte mich dann auch entschieden, halt in Therapie zu gehen, endlich wieder. Ich auch letztes Jahr. Ich bin auch im Sommer wieder in Therapie gegangen. Ja, ja. Also ich hatte vorher schon Therapie gehabt, irgendwie ein Jahr. Das hatte mir aber irgendwie nichts gebracht. Da kann ich auch später noch mehr zu sagen. Dann noch Klinik, dann relativ normal gelebt. Und mit Corona ist es dann halt alles wieder zusammengeklappt. Und ich habe gemerkt, okay, krass, da ist immer noch was. Und ja, Meditation begleitet mich seitdem irgendwie ziemlich mit. Und es ist super weird. Man ist irgendwie, der Kopf ist auf einmal so ruhig, was auch wieder Angst machen kann, weil man nicht gelernt hat, dass dein Ego sich so mit deiner Angstidentität und mit deinem ganzen Kram so sehr schnell identifiziert, dass du halt, du denkst, okay, ich habe das und das, das muss ich abarbeiten. Und du setzt dich so sehr rein, dass dein Ego irgendwann denkt, du bist halt auch deine psychische Erkrankung und du bist nur noch das. Und das muss ich jetzt auch ein halbes Jahr wieder abbauen, weil ich eine richtige Diagnose endlich bekommen habe. Ich habe eine posttraumatische Störung. Und da musste ich mich, ich habe mich da total reingearbeitet. So, boah, ich laber gerade ein bisschen zu viel, müsste mich bremsen, so, wenn ich zu viel. Alles gut. Cool. Und ja, damit habe ich mich erstmal vor auseinandergesetzt. Und meditieren hat mir sehr geholfen, mich ein bisschen davon abtrennen zu können. Dass ich halt weiß, okay, ich sitze ja nicht den ganzen Tag rum und hab das so. Ich bin meistens 90% der Zeit eigentlich relativ normal. Es sind halt die 10%, die halt sehr fies werden manchmal am Tag. Aber ja, also ich kann Meditation nur empfehlen. Also ich habe Yoga mal kurz probiert, aber ich war so, ach fuck, ey, ich denke viel zu viel drüber nach, ob ich das jetzt richtig mache. Und bei Yoga sitzt du dich einfach hin und kannst eigentlich nichts falsch machen. Es gibt verschiedene Atemtechniken, die man nebenher noch probieren kann. Es gibt verschiedene Meditationsübungen, ob du jetzt die ganze Zeit ein Wort vor dich hin denkst oder ob du gar nichts denkst oder ob du versuchst, irgendwie mit Energiearbeit und so weiter zu arbeiten. Ist halt viel mehr als nur zu sitzen. Das ist es ja. Es gibt ja so viele Varianten. Das ist ja nicht nur Sitzen und Stillsein. Ich glaube, es gibt immer irgendwas, was auf einen passt. Und es ist halt die Routine, ne? Also man muss wirklich anfangen, sich zwingen, das zu machen. Ich habe das auch wirklich meine Zeit lang täglich gemacht. Mittlerweile bin ich auch wieder ein bisschen raus. Jetzt mache ich es immer nur nach dem Sport. Aber es ist ja auch in Ordnung. Man darf ja auch mal, man muss ja nicht immer 100% geben, sondern kann in seinem Tempo dann arbeiten. Das ist auch immer die Sache mit Regelmäßigkeit, womit ich halt Schwierigkeit habe, halt wirklich Regelmäßigkeit aufzubauen, regelmäßig ins Bett zu gehen, regelmäßig zur selben Zeit aufzustehen. Das ist so doch das Ding, wo ich echt dran arbeite. Aber ich glaube, man darf sich echt nicht zu sehr quälen. Also was ich halt immer gemacht habe, ich saug mich dann mit Infos voll, ich versuche alles gleichzeitig zu machen. Aber dieser Heilungsprozess ist halt ein Prozess. Ich glaube, viele gar nicht, also ich habe halt auch einige Freunde, wo ich halt selber natürlich sehe, okay, vielleicht würde eine Therapie helfen. Also ich rate eh generell jedem zu einer Therapie, auch wenn man das Gefühl hat, ich habe gar nichts. Was nämlich der größte Blindspot ist, zu sagen, ich habe gar nichts, weil meistens hat man was, was ja nicht schlimm ist. Und wo ich gerade beim Prozess bin, Laura, wie hatte das so bei dir angefangen, dass du so das Gefühl hattest, irgendwie bin ich seelisch, ich weiß nicht, wie man es immer bezeichnen soll, aber dass du gemerkt hast, seelisch vielleicht nicht alles so in Ordnung ist, dass du vielleicht emotional mit Dingen anders umgehst als andere vielleicht und dass du dann gemerkt hast, okay, vielleicht ist irgendetwas. Hattest du da Momente für dich, wo du das gemerkt hast und hat sich das irgendwann so langsam rausgebildet bei dir? Wann hat sich das bemerkbar gemacht und wie? Schon sehr früh. Also ich glaube, mit 19 hatte ich schon meine erste Therapie. Damals war der Therapeut leider nicht so gut. Also ich glaube, das ist auch, wo viele irgendwie Angst vorhaben oder sagen, ach, die erste Therapie, der Therapeut, der hat oder die Therapeutin hat nicht zu mir gepasst und das bringt alles nichts, ich mache gar keine Therapie. Und ich kann nur sagen, so Menschen sind so unterschiedlich und man connectet unterschiedlich und nur weil ein Therapeut oder eine Therapeutin vielleicht nicht das war, was du gebraucht hast, da gibt es noch so viele andere und deswegen gibt er auf jeden Fall nicht auf. Manchmal muss man einfach ein bisschen suchen. Aber ich habe das mit 19 schon gemerkt. Also ich bin halt jemand, wenn es mir nicht gut geht, dann suche ich sofort alle Möglichkeiten, die es gibt, dass es mir wieder gut geht. Ich habe aber auch gemerkt, dass es nicht bei vielen Leuten so ist. Also auch viele Freunde von mir, die wirklich lange in einem Loch sitzen und sich nicht getrauen, sich Hilfe zu suchen,
weil sie Angst haben oder weil sie denken, es bringt nichts. Aber bei mir war das wirklich so, okay, ich weine gerade sehr viel, ich habe irgendwie Ängste oder komisch. Also das war damals meine erste Beziehung, mein erster Freund, als wir uns getrennt hatten, hat das irgendwas in mir getriggert. Ich weiß es nicht genau, was es war, aber ich habe dann auch so gemerkt, so okay, irgendwie geht es jetzt auch gerade gar nicht mehr um unsere Beziehung oder unsere ehemalige Beziehung, sondern wie ich gerade reagiere, ist nicht mehr gesund oder ist nicht mehr das, wie ein normaler Mensch auf eine Trennung reagieren würde. Und dann bin ich damals in meine erste Therapie gegangen. Da war ich aber auch gar nicht so lang, vielleicht ein halbes Jahr. Und dann hatte ich tatsächlich 2011? Mit 21 gab es auch einen krassen Triggerpunkt bei mir. Da ging es mir danach wirklich richtig schlecht. Also da hatte ich auch meine ersten Panikattacken. Ich wusste damals gar nicht, was Panikattacken sind. So, ich weiß noch, dass damals, ich habe sogar noch den Arzt gerufen und so. Und ich meinte, oh, ich kann nicht atmen, ich weiß nicht, was los ist. Und die so, ja, vielleicht haben sie eine Panikattacke. Und ich so, ach, was, eine Panikattacke? Laber kein Mist, habe ich mir nur gedacht. Ne? Und dann wurde es aber immer schlimmer. Es hat sich immer mehr aufgebauscht. Und ich war wirklich... Also es ging mir wirklich rapide schlecht. Also es war wirklich auch kein schleichender Prozess. Es war gefühlt wirklich von heute auf morgen komplett Zusammenbruch. Und ich bin dann auch zu meiner Hausärztin gegangen, habe sie gefragt, was man machen kann. Die hat mir dann verschiedenste Möglichkeiten genannt. Und ich habe mich dann entschlossen, auch in eine Klinik zu gehen damals. Habe dann, ich glaube, ich musste einen Monat warten oder so, weil ich bin dann auch wirklich, ich war 3,5 Monate, fast 4 Monate in der Klinik und habe mich dann wirklich intensiv mit meinen Themen auseinandergesetzt. Und War das eine psychosomatische oder wo warst du da? Die hatten verschiedene Schwerpunkte in der Klinik. Diagnostiziert wurde mir damals auch posttraumatische Belastungsstörung, schwere depressive Episode und generalisierte Angststörung. Und ich bin da aber auch super offen mit umgegangen damals schon. Also ich habe damals noch studiert und ich wusste so, okay, ich bin jetzt irgendwie so 4 Wochen bis 3 Monate nicht da, das fällt halt auf, dass ich nicht da bin. Es fällt auf, dass ich nicht ins Studium gehe. Es fällt auf, dass ich mich nicht in den Clubs treffe mit den Leuten. Und ich habe dann auch wirklich einfach einen sehr offenen Post darüber verfasst und auch fast alle Menschen, die mich häufig sehen, darüber informiert, dass es mir nicht gut geht und dass ich daran jetzt arbeite und dass ich halt erstmal nicht da bin. Und das war für mich auch überhaupt nicht schlimm. Also ich bin damals schon mit 21 sehr offen damit umgegangen. Das ist krass, wir haben quasi den fast identischen Werdegang. Ich habe so also die gleichen Sachen gehabt, Panikattacken, generalisierte Angststörungen, Agoraphobie, auch Depressionen und so weiter. Und bei mir kam es halt auch so quasi von heute auf morgen. Ich kann mich so, ich weiß noch genau, wo es passiert ist, ich weiß nur noch genau, welcher Tag so. Und ich war irgendwie in einem Bus, wir mussten aussteigen, mitten im Nirgendwo. Und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. So, ich wusste nur, ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig oder so ein Scheiß. Und ich glaube, jeder, der mal eine Panikattacke hinter sich hat, weiß halt, wie lebenseinschneidend diese Erfahrung ist. So, es lähmt einen halt erstmal. Und dann erstmal zu raffen, was man hat. Also ich habe das dann noch 4 Jahre mit mir rumgeschleppt. Ich habe sogar noch Abitur gemacht mit Panikattacken. Also ich saß in der Klausur und bei jeder Klausur hatte ich eine Panikattacke und habe trotzdem mal eine Klausur geschrieben. Es war völlig abgefahren. Und ja, irgendwann kam halt bei mir auch so ein Breaking Point, wo ich dann nach dem Abitur 1 Jahr noch rumgesinnt bin quasi. Und ich war offensichtlich für einige Leute so im Arsch, dass dann ein Freund gesagt hat, ey, meine Mom ist Therapeutin, so du bleibst jetzt hier sitzen, ich gehe jetzt zu der rüber und quatsch mit der und dann mache ich den Platz fertig. Und dann war ich, glaube ich, hat keine Wochen gedauert und hatte dann meinen ersten Therapieplatz. So. Also man wartet auch viel zu lange meistens, weil ich glaube, wir versuchen halt immer diese Normalität aufrechtzuerhalten. Und ich sehe das bei vielen Leuten, dass erst die Panikattacken kommen muss oder irgendwelche körperlichen Symptome wie Schwindel, Übelkeit, irgendwas Dauerhaftes, Chronisches kommen muss, bis Leute vielleicht endlich einlenken und sagen, okay, vielleicht habe ich da doch irgendwas, was in der Vergangenheit liegt oder was aktuell ist. Und selbst dann, also ich habe auch echt viele Leute einfach fast schon zur Therapie prügeln müssen, so, weil obwohl es denen so schlecht ging und es ist so schade und ich frage mich immer, woran liegt das? Ist das schon von Grund auf so in uns eingetrichtert, dass es schlimm ist, sich Hilfe zu holen oder hat man selber Angst, sich mit sich selber auseinanderzusetzen? Also ich finde eh das Thema Therapie super spannend. Also selbst, wie du gesagt hast, selbst wenn du keine mentale akute Erkrankung hast, ich glaube, jedem Menschen würde es gut tun, einfach mal zu reflektieren. Und einfach auch mal zu sagen, bin ich da im Leben, wo ich eigentlich hin will? Und was sind wirklich meine Bedürfnisse? Was sind wirklich meine Wünsche? Wie komme ich dahin?
setze ich richtig Grenzen? Also es ist ja nichts, was einem nur hilft, wenn man irgendwie eine mentale Erkrankung hat, sondern auch im Zwischenmenschlichen, in jeder Beziehung, im Leben. Ja, also ich meine, wenn man halt selbst Therapie ist, hat man vielleicht auch mehr, also ich habe jedenfalls mehr den Blick, dass ich halt einfach dadurch, dass ich halt viel darüber lese, ich konsumiere echt viele Bücher darüber und die Therapie selbst hilft halt extrem, dass ich natürlich mehr den Blick dafür habe, wenn ich bei anderen Leuten das und das höre und das ein bisschen kombinieren kann und merke, ey, du hast quasi das. Aber ich glaube, wobei, da muss ich tatsächlich reinkriechen, da muss man mich auch sehr vorsichtig sein, anderen Leuten eine Diagnose zu stellen. Weil mach ich auch. So individuell, wie jeder Mensch ist, so individuell kann auch eine Auswirkung von einer mentalen Erkrankung sein. Also ich bin da auch mittlerweile sehr vorsichtig und sage, okay, wenn es dir nicht gut geht, vielleicht möglicherweise geht es in die Richtung wie bei mir, aber such dir auf jeden Fall Hilfe, weil wir sind keine Ärzte oder PsychologInnen oder TherapeutInnen. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, anderen Leuten irgendwie da was aufzudrücken oder Tipps zu geben, weil man darf ja auch natürlich nicht triggern. Es kann ja auch sein, dass man dann irgendwas triggert und es sollte lieber in einem Raum geschehen, der irgendwie geschützt ist. Das ist tatsächlich eine Freundin von mir passiert, die quasi so indirekt mitbekommen hat, dass sie vielleicht Borderline hat und jetzt hat sich halt super, super darüber informiert und ich muss sagen, dass Borderline, also aus meiner persönlichen Sichtweise, Borderline für mich persönlich schon etwas ist, wo ich denke, boah, krass, gut, dass ich da so generalisiert ein bisschen was habe, weil ich glaube, dass schon sehr heftig einfach ist, mit Borderline irgendwie zu tun zu haben. Und sie war super fertig deswegen und ich habe mir dann mehr angehört und angeschaut, was bei ihr geht und so weiter und habe dann gesagt, dass es vielleicht gut war, dass der Therapeut das so offen angesprochen hat und so direkt und dass sie da auf jeden Fall mit ihm drüber reden sollte. Es ist auch wichtig, mit dem Therapeuten auch ein bisschen Kontra zu geben, zu sagen, hey, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das sich dann nicht so in die Ecke diagnostizieren zu lassen. Und ich hatte sie, glaube ich, dann auch ein bisschen beruhigen können, dass sie halt erklärt hat, was es heißt, wenn es generalisiert ist. Das heißt, wenn es einfach anteilige Symptomatiken gibt, die aber nicht heißt, dass man das jetzt hat, sondern dass es Ausprägungen gibt. Und das meinte ich halt auch im Vorhinein. Man soll sich nicht zu sehr damit identifizieren, welche Diagnose man hat. Das heißt nur, dass man ein Tool bekommt, besser daran arbeiten zu können oder direkter an dem arbeiten zu können, was man hat, um die Symptome mit gewissen Techniken besser in den Griff zu bekommen. Das heißt aber nicht, dass man ist nicht das Symptom. Sondern ich bin ja auch nicht mein gebrochener Arm, weißt du, was ich meine? Ja, also, und ich, viele Leute, also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, weil viele Leute auch so Angst haben, Medikamente zu nehmen. Und ich finde, es ist schon wichtig, sich gut darüber zu informieren und auch zu wissen, ja, es gibt Risiken. Und genauso denke ich, okay, wenn diese Angsterkrankung, das ist eine Erkrankung und das ist nicht meine Persönlichkeit so. Und ich glaube, das ist auch einfach sehr, sehr wichtig, da irgendwie auch mal offen drüber zu reden, das ein bisschen zu entstigmatisieren. Ich hatte auch oft das Thema so Beziehungen, wie ist das in einer Beziehung zu sein mit jemandem, der eine mentale Krankheit hat. Also ich war schon in Beziehungen mit Menschen, die keine mentale Erkrankung hatten und die waren höchst kompliziert, weil diese Menschen einfach unfähig in Kommunikation waren. Und dass ich aber auch oft merke, dass Leute, die sogar eine mentale Erkrankung haben und sich damit auseinandersetzen, unwahrscheinlich gute Menschen sind, mit denen man reden kann, die offen kommunizieren, die Lösungsansätze suchen und so weiter und so fort. Also ich finde, dass das nicht unbedingt zum Nachteil sein muss. Vor allem, wenn du selber deine Skills kennst und nicht jemand anderen dafür verantwortlich machst, dich glücklich zu machen oder dich zu retten, dann ist das absolut kein Thema. Ja. Also mir ist das auch schon aufgefallen, dass das halt Leute, die halt gesund wirken und für sich klarkommen im Leben, stabil sind und so weiter. Ich habe trotzdem halt einige Dinge gesehen, wo ich dachte, okay, das kommt aber irgendwo her. Also es ist, kann ich einfach, also es ist schwer zu erklären, es gibt natürlich, jeder Charakter ist anders und jeder gibt Dinge anders um. Aber ich hatte auch schon, wie du sagst, mit Leuten zu tun gehabt, wo ich dachte, puh, das ist ziemlich anstrengend gerade. Das ist irgendwie ein offensichtliches Thema und du scheinst da gar nicht hingucken zu wollen, sondern sagst halt einfach, nee, ich hab nichts. Und dann ist es gegessen. Aber ich denke so, ja, aber irgendwie macht es keinen Sinn, was du da tust, weil es emotional sehr geladen ist und dadurch einfach sich Dinge sehr verschieben. Also wie anfangs gesagt, Therapie bringt halt auch einfach was, weil die Kommunikation offener wird. Weil wenn du weißt, was du hast, und wie du dazu stehen kannst, auch lernst, Grenzen zu setzen, was mir auch früher sehr schwer fiel, oder zu einer Meinung zu stehen und standhaft zu bleiben und nicht People-Pleaser zu werden. Ich glaube, Therapie ist halt wirklich für jeden einfach
top, weil du lernst das ja nirgendwo. Ne? Wo wird dir beigebracht, wie gehst du mit dir selber um? Wann merkst du, dass etwas nicht richtig ist? Wie kommunizierst du ein Bedürfnis, wo ich auch noch sehr Schwierigkeiten mit habe? Und wie kommst du damit zurecht, wenn du dein Bedürfnis kommunizierst und der andere geht trotzdem nicht drauf ein? Also es gibt super viele Hürden, die es als Mensch zu nehmen gilt, aber wir lernen so wenig darüber, was es heißt, Mensch zu sein und auch Dinge zu akzeptieren letztendlich. Und ich glaube, ohne Therapie und ohne dass ich diese Erkrankung hätte, wäre ich, glaube ich, nie so weit gekommen, gedanklich und auch offen zu werden. Deswegen sehe ich es mir als Segen mittlerweile, dass ich das halt alles durchgestanden habe und Gott sei Dank auch durchgestanden habe. Und immer mehr merke, wie geil das eigentlich ist, Therapie gemacht zu haben, zu meditieren, diese ganzen Sachen zu lesen und einfach mit Menschen viel besser zurechtzukommen und sie auch sein zu lassen, wie sie einfach sind manchmal. Ja. Genau, das ist es halt. Das ist normal, dass es einem auch mal schlecht geht und es ist menschlich, dass es einem mal schlecht geht, aber viele Menschen kommen auch nicht damit klar, wenn das den eigenen Freunden schlecht geht, weil die das nie gelernt haben, so einen Menschen auch einfach mal sein zu lassen in seinem Gefühl. Und es ist ja auch wichtig, dass wir unsere Gefühle rauslassen, dass sie sich nicht anstauen. Und ich glaube, das Schönste, was man sagen kann, ist, ey, ich mag dich oder ich liebe dich, auch wenn es dir nicht gut geht und du darfst so sein, wie du bist. Und ich helfe dir dabei, wieder du selbst zu werden. Weil du bist ja nicht du selbst, wenn du in so einer Angstattacke bist oder sowas. Und man kommt da auch wieder raus, weißt du? Also du identifizier dich nicht damit, weil es ist einfach, wie gesagt, ein Symptom, aber das macht dich nicht als Menschen aus. Und wenn du jemanden hast, der dir sagt, okay, wir stehen das durch, ich weiß, wer du bist und das ist in Ordnung und du bist ein unfassbar starker Mensch für das, was du einfach erlebt hast. Ja. Ich hätte noch eine kurze Zwischenfrage mit dem Punkt, wo ihr gemeint habt, dass manche Menschen zu lange warten oder zu lange brauchen, um zu realisieren, dass die Therapie irgendwie sinnvoll wäre. Also ich bin jetzt in der Runde von uns dreien der Einzige, der noch keine Therapie hatte, war aber in meinem Leben schon 2-3 Mal an dem Punkt, wo ich dachte, so, das wäre jetzt irgendwie cool. Aber ich bin dann immer so mega überfordert gewesen mit dem bürokratischen Aufwand, sage ich jetzt mal so. Weil, keine Ahnung, dann gehst du irgendwie zu deinem Allgemeinarzt und sagst so, ey, folgendes Problem, ich würde gerne mal mit jemandem darüber sprechen, mit dem man professionell ist, dann kriegst du irgendwie so eine Liste mit 200 Namen und dann so, ja, da telefoniere ich mal durch, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis du einen Platz kriegst, so, ne? Und dann dachte ich mir in dem Moment immer so, boah, ey, was ein Aufwand, und habe dann irgendwie irgendwas anderes gemacht. Also wie seht ihr den bürokratischen Aufwand, nenne ich es jetzt mal so? Nee, mach du erst. Okay, also das hatte ich auch mal zu der Freundin gesagt. Die größte Krux mit der Therapie ist immer die, wenn es dir schlecht geht, willst du einer machen. Wenn es dir gut geht, bist du nicht bereit. Weil du denkst dir, hey, mir geht's gerade gut, warum soll ich in Therapie gehen? Die Sache ist aber, wenn es dir gut geht, solltest du genau dann diesen bürokratischen Bullshit machen. Und warum ich Bullshit sage, ist folgender. Es ist in Deutschland tatsächlich nicht so einfach, einen Therapieplatz zu bekommen. Die Wartezeiten jetzt bei Corona liegen wahrscheinlich bei einem halben Jahr, bis länger. Und im Normalfall bei 3 Monaten. Manche kriegen es schneller. Es gibt Leute, die haben nach 2 Wochen ihren Platz. Bei mir hat es, glaube ich, ein Jahr gedauert oder ein halbes Jahr mindestens. So. Und in Deutschland ist es so, dass eine neue Gesetzeslage, die verankert wurde, sagt, jeder Therapeut muss ein Erstgespräch anbieten. Ja. Ob die einen Platz haben oder nicht, ist egal. Und als ich jetzt meine jetzige Therapie angefangen hatte, hatte ich halt auch Erstgespräche. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Erstgespräche hinter mir und bin halt sehr unvorbereitet rein. Das heißt, ich habe beim ersten Erstgespräch alles aufgemacht, was ich aufmachen konnte. Und habe halt komplett gesagt, was ich habe, wo es mir scheiße geht, bla bla. Mir ging es dann richtig scheiße und das Einzige, was mir gesagt wurde, ist, ja, tut mir leid, wir haben aber gar keinen Platz hier. Und ich dachte so, warum hatte ich das scheiß Erstgespräch mit euch, wo ich jetzt hier sitze, getriggert bin und ich habe nicht mal was. Und bin dann halt von Sitzung zu Sitzung, habe ich immer weniger gesagt, einfach nur meine Liste abgehakt, ich habe das und das und das und deswegen gehe ich in Therapie und habe nicht mehr groß erzählt. Und ich glaube, woran es wirklich hakt, ist einfach, dass die Hürden immer noch so immens sind. Einerseits wissen Leute nicht genau, wie das jetzt von der Krankenkasse übernommen oder nicht. Wie ist es jetzt privat in der Krankenkasse?
Dann musst du Ärzte finden, die die Räumlichkeiten haben, weil private und Krankenkassen müssen getrennt werden räumlich. Und das kann sich nicht jeder Therapeut leisten. Die klagen da auch die ganze Zeit. Und dann kommen auch so lustige Sachen hinzu, wie die Rasterpsychotherapie, die Jens Spahn gerne durchboxen wollte, in der er versucht hat, Leute einzukategorisieren und zu sagen, hey, du hast Depressionen, du kriegst 20 Sitzungen. Hey, du hast bipolare Störungen, du kriegst 30 Sitzungen. Was Leute auch noch welche, und dann auch noch welche Therapie, so ohne dass der Therapeut dich auch nur einmal irgendwie gesehen hat oder so. Ja, stimmt, das kommt auch noch hinzu. Es gibt verschiedene Therapieformen. Es gibt Verhaltenstherapie, es gibt tiefenpsychologische Therapie, es gibt kognitive Therapie. Und da musst du erstmal verstehen, was hilft mir denn jetzt? Habe ich irgendwie eine Pulsstörung? Muss ich vielleicht eine Verhaltenstherapie machen? Habe ich vielleicht ein Trauma oder Depression? Muss ich tiefenpsychologisch arbeiten oder eine kognitive Verfahren? Ist es ein Einzelgespräch? Gibt es Gruppen? Und es gibt einfach super viele Variablen. Und dann kommt noch hinzu, dass nicht jeder Therapeut zu dir passt. Dann gibt es immer noch die große Frage, gehe ich zu einem Mann oder zu einer Frau? Wo ich persönlich sage, muss man selbst entscheiden. Weil die therapeutische Leistung hängt immer davon ab, was der Therapeut oder die Therapeutin leisten kann. Aber allein das jetzt schon zu erzählen, würde mich schon wieder total verunsichern. Und ich habe wirklich, ich hatte auch diese Liste. Also ich hatte am Ende noch eine Telefonliste und mir fällt Telefonieren super schwer, vor allem mit fremden Leuten. Und ich bin lieber der E-Mail-Guy. Und nicht jeder bietet halt das an. Also es gibt keine zentrale Stelle, wo du sagst, das suche ich, und dann kriegst du 100 Ergebnisse, schickst eine E-Mail und fertig. Und dann musst du es halt selber machen. Wenn du gerade in der Depression hängst, wo du es noch nicht mal schaffst, aus dem Bett zu kommen, wie willst du es schaffen, 100 Leute anzurufen? Aber dann nimm doch die Hilfe deiner Freunde an, weil das habe ich angeboten. Ich habe gesagt, okay, du hast jetzt diese Liste, ich weiß, dir geht es nicht gut, ich telefoniere die für dich ab. Weißt du, dann man muss halt einfach dann auch vielleicht einfach mal den Mut haben, sich einem Freund zu öffnen oder der Mutter oder dem Vater oder der Schwester, Bruder, wer auch immer deine Bezugsperson ist. Weil das sage ich immer meinen Freunden, wenn es dir nicht gut geht. Ich weiß, es ist mega ätzend. Ich weiß, die Wartezeit ist ultra lang. Ich konnte mich auch keinen Meter konzentrieren, als ich bei meiner Hausärztin saß. So, oh mein Gott, was, keine Ahnung. Ich habe meine Mutter mitgenommen, weil ich genau wusste, ich habe es in 2 Minuten wieder vergessen. Und dann einfach auch zu sagen, okay, ich nehme das jetzt an. Jemand hat mir angeboten, das abzutelefonieren oder die E-Mails zu schreiben, weil ich weiß, wie das ist, wenn man in so einer Phase ist, wo man irgendwie nichts gebacken kriegt. Und ich hoffe, dass jeder da draußen zumindest eine Bezugsperson hat, die das für diese Person dann machen würde, weil das nimmt unwahrscheinlich viel Druck raus. Ja, vor allem, wenn du Leute im Umkreis hast, so wie mich zum Beispiel, die damit schon Erfahrung gemacht haben. Und ich lasse mich davon halt auch nicht mehr abstecken. Ich glaube, ich bin dann halt auch so, wenn eine Hürde auf mich zukommt und sie so aussieht, als könnte ich sie nicht nehmen, werde ich halt noch ehrgeiziger und sage mir so, okay, jetzt telefoniere ich wirklich den ganzen Scheiß ab und ich finde meinen Sitz. Weil bei mir war halt die Überlegung, entweder es bleibt, wie es ist, und dann wird es nicht lange so für mich bleiben, weil ich irgendwann wahrscheinlich die Reißleine ziehe, oder ich versuche, das Maximum noch aus meinem Leben rauszuholen. Und ich habe mir halt gesagt, ich kenne das jetzt schon, ich bin extremst gelangweilt davon, es ist immer das Gleiche und es sind immer die gleichen Gedanken, es ist immer der gleiche Stuhl. Oder ich gebe mir jetzt noch diese eine Chance und probiere es wenigstens und kann dann nachher immer noch gucken, was ich mit meinem Leben anstelle. Und das ist der Ehrgeiz, den ich entwickelt habe. Ich dachte, ey, fast 30 Jahre meines Lebens waren komplett durchwachsen, um es positiv auszudrücken. Wie würde mein Leben denn aussehen, wenn das mal nicht so ist? So, weil wenn ich andere Leute sehe, die aus meiner Sicht eine gute Lebensqualität haben, ich will das auch. Also warum sollte mir das nicht zustehen? Aber ich muss halt was dafür tun. Und ich glaube, das muss man auch nochmal rationalisieren, wo man gerade steht und wie es einem wirklich geht und welche Optionen, dass man die Option darauf hat, dass es einem besser gehen kann. Und das hat mich halt schon ziemlich motiviert, das durchzuziehen, weil bei mir war es halt schon sehr akut. Und ich habe gesagt, noch ein paar Monate mehr und ich weiß nicht, wie es weitergeht. So. Es gibt ja auch wirklich immer die Möglichkeit, auch akut sich in eine Klinik einweisen zu lassen, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Ich glaube, viele, die so sagen, ja, mir geht es jetzt irgendwie nicht so gut, aber jetzt auch nicht komplett scheiße, aber gut geht es mir irgendwie auch nicht, die denken, glaube ich, dass es ihnen nicht schlecht genug geht, um eine Therapie zu machen und dann irgendwie Angst haben, anderen den Platz wegzunehmen oder so. Aber du möchtest was ändern und du möchtest deine Lebensqualität erhöhen und du hast immer das Recht, nach einer Therapie zu fragen. Und man darf sich da nicht mit anderen Menschen vergleichen. Und ich glaube, das ist, was viele denken, ach, mir geht es doch noch gar nicht schlecht genug. So, warum sollte ich das machen?
Nein, du kannst es machen. Und auch wenn es dir gerade gut geht, kannst du auch eine Therapie machen. So, und meistens ist es ja sogar besser, dann eine Therapie zu machen, wenn es einem nicht gerade total scheiße geht, wenn man dann auch an Themen rangehen kann, ohne gleich komplett irgendwie zusammenzubrechen oder so. Also gerade wenn es einem besser geht. Bei mir war das so, ich wollte unbedingt eine Traumatherapie machen, aber in dem Moment war das so akut, dass die TherapeutInnen gesagt haben, du erstmal stabil werden, erstmal wieder auf die Höhe kommen und dann gehen wir das Thema an. So, apropos Trauma, das war bei mir auch so krass. Also ich hatte halt vorher die andere Diagnose, halt Panikstörung, Agoraphobie, Depressionen. Und erst als ich bei meiner jetzigen Therapeutin saß, war ich so nach der 5. Sitzung, habe ich halt gedacht, okay, ich frage sie mal und habe sie halt gefragt, kann das sein, dass ich ein Trauma habe? Und sie hatte so ein bisschen gemauschelt und war so, ja, ich wollte es ihnen eigentlich noch nicht so sagen, ich wollte erst mal gucken, dass wir sie stabilisieren. Mhm. Aber ja, sie haben diese traumatisiert auf jeden Fall. Und das Krasse ist halt, also Trauma ist eh super komplex, so, da kann man sich echt ziemlich reinlesen. Und nochmal zu diesem Thema, wenn man denkt, es geht einem nicht schlecht genug, um eine Therapie zu machen. Ein Beispiel, ich sitze bei der Therapie und meine Therapeutin hört auf einmal auf mit dem, was sie gerade tut. Und ich bin total verwundert und denke so, was ist los? Und sie sagt, sie sind total angespannt, wir müssen kurz mal Pause machen. Und ich denke so, hä, was für angespannt? Wie geht's da völlig normal? Und dann sagt sie halt zu mir, fühlen Sie mal ein bisschen in sich rein und so weiter. Und ja, versuchen Sie mal wirklich zu spüren, wie es Ihnen geht. Und dann habe ich es halt gemacht, habe gemerkt, dass meine Schultern hoch waren, dass ich total verkrampft war. Und das Krasse ist, das kenne ich nur so. Ich bin schon gefühlt immer so gewesen. Für mich ist das ein normaler Zustand, so völlig agitativ zu sein und völlig überall zu gucken und völlig aufgedreht zu sein. Und ich hab das gar nicht mehr wahrgenommen, dass ich halt Angst habe. Und dann hat sie mich halt zurückgeholt, wir haben eine Atemübung gemacht, ich sollte mich entspannen. Das hat auch echt gedauert, weil ich dachte, hey, mir geht's doch gut. Und nachdem ich dann entspannt hatte, habe ich halt gemerkt, okay, krass, ich war schon getriggert, ich habe es aber gar nicht mehr gemerkt, weil es so normal ist. Weil ich glaube, unser Ego und unsere Psyche versuchen halt alles, dass wir überleben, dass wir funktionieren. Also das Ego ist halt per se nicht schlecht, es eignet sich nur leider viele Dinge an, die nicht so gut sind für uns. Aber da habe ich halt gemerkt, okay, gut, dass ich hier sitze. Und das war die beste Entscheidung, weil so wäre ich jetzt wieder wochenlang rumgelaufen, bis es so krass geworden wäre, dass ich halt völlig zusammenbreche. Das ist auch dieses Vergleichen, was du halt gesagt hast. Das sollte man von vornherein lassen. So für jeden fühlt sich alles anders an. Jeder hat eine andere Threshold quasi, wie viel er aushält. Ich halte zum Beispiel viel aus, ich habe viele Ressourcen. Und andere Leute würden für das Gleiche wahrscheinlich schon zusammenbrechen, was überhaupt nicht schlimm ist. Es gibt Leute, die blenden das so aus und merken gar nichts. Es gibt kein zu schlimm, es gibt auch kein, ich fühle mich zu gut oder zu schlecht. Mhm. Wenn man schon über Therapie nachdenkt, ist das schon das erste Anzeichen dafür, dass man sie machen sollte. Mhm. Also, warum sollte man sonst über Therapie nachdenken, wenn man nicht das Gefühl hat, vielleicht ist da doch irgendwas? Also Tim, auch für dich, wenn du schon mehrfach darüber nachgedacht hast, probier es einfach aus. Also such dir Erstgespräche raus, guck, wie sich das anfühlt. Und vor allem, wenn du halt gerade stabil bist, wenn es dir relativ gut geht, ist es noch besser, weil es dann leichter ist, diese Schritte zu machen. Aber ich kann es empfehlen, weil anscheinend hat er etwas in dir oder irgendwo kommt dieser Gedanke hoch. Und ich glaube, der Gedanke hat immer eine Berechtigung. Also wenn man nach Hilfe Ausschau hält, wenn man diesen Gedanken hat, sollte man den auf gar keinen Fall, also sollte man nicht dringend ignorieren, sondern vielleicht schauen, was da wirklich hintersteckt. Ist das neu mit dem Erstgespräch? Ja, ich glaube schon. Also meine Therapeutin hat mir das jetzt auch gesagt, dass es eine Seite gibt oder eine Nummer und da kann man anrufen und die müssen dir dann ein Erstgespräch geben. Mhm. Aber ich würde gerne nochmal auf ein Thema tatsächlich zurückkommen, weil du es vorhin angesprochen hattest, Sebastian, und ich habe das jetzt auch schon in mehreren Events gehört, gesehen im Internet, wo es immer darum ging, auch über mentale Gesundheit aufzuklären, was ich ja per se erstmal sehr gut finde. Aber du hattest über deine Freundin gesprochen, die diese Borderline-Erkrankung diagnostiziert bekommen hat. Und ich finde es gut, dass wir mittlerweile anfangen, über das Thema mentale Gesundheit zu reden. Und auch ein bisschen zu entstigmatisieren, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass wenn man über mentale Gesundheit redet, es geht dann immer um Depression und Angst. Also man entstigmatisiert mittlerweile so Depression und Angst ein bisschen und das ist auch sehr gut. Aber dass da so ein großes Spektrum ist an noch so viel mehr Erkrankungen, wie zum Beispiel Schizophrenie, Psychosen und gerade Borderline. Und mir tut das so weh, wenn diese Leute immer noch in diese Verrücktschiene
getränkt werden und gerade dann auch sehr viel Angst haben, wenn sie das diagnostiziert bekommen, weil man bringt sehr viel Verständnis auch für Menschen mit Depressionen, aber ich merke immer wieder, wenn Menschen über andere Menschen sprechen, die eine Schizophrenie haben oder eine Borderline-Erkrankung, dass man sich darüber lustig macht oder das sind dann irgendwie so die Verrückten, oh mein Gott, ich bin ja froh, dass das mich jetzt nicht getroffen hat oder so. Und ich finde es sehr wichtig, denn auch diese Erkrankung, auch mit diesen Erkrankungen kann man leben lernen und auch diese Erkrankung kann man mindern oder vielleicht auch heilen. Und ich finde, da muss noch sehr viel getan werden, dass auch das einfach in diese Entstigmatisierung mit integriert wird. So. Ich glaube, bei Borderline zum Beispiel kommt, glaube ich, also das kann ich auch für mich sprechen, wenn man sich halt durchliest, was das alles ist, hat man einfach das Gefühl, einfach generell gesellschaftlich ausgekoppelt zu sein, weil viele normale zwischengesellschaftliche Dinge augenscheinlich, wenn man das so liest, gar nicht möglich sind. Dass man halt diese Impulskontrolle nicht mehr hat, dass man auf Dinge sehr impulsiv reagiert, sehr unberechenbar wird. Mhm. Und ich persönlich hatte halt für mich gedacht, was möchte ich eigentlich gar nicht? Ich würde gerne vielleicht mal eine stabile Beziehung, ich würde gerne meine Freundschaften stabilisieren, wo ich auch immer sehr viele Schwierigkeiten hatte. Und ich glaube, das Problem ist, dass man halt auch sehr traurig werden kann, wenn man plötzlich weiß, ich habe das und das und dann sieht man erstmal, was es wirklich ist und liest sich da vielleicht durch und ist im schlimmsten Fall noch alleine, hat jemand dabei, der das ein bisschen erklärt oder sagt, hey, das muss ja noch nichts heißen. Und, ja, das war so meine Erfahrung, dass wenn man sich so die ganzen Sachen durchliest, dass man dann auch schon ziemlich deprimiert ist am Ende und sich denkt, boah, fuck, Alter, das ist jetzt mein Leben quasi. Das ist jetzt. Aber boah, also, es trifft ja auch nicht immer alles auf jeden zu. Und das ist ja auch das Problem, dass wenn man irgendwie sich durchliest über verschiedene mentale Krankheiten, ich habe das nie gemacht. Ich habe da sofort Abstand, weil das hätte mir nur so Angst gemacht, weil jeder ist so individuell und jeder heilt anders und jeder setzt sich anders mit auseinander und jeder hat anderen prozentualen Anteil vielleicht in dem, was einen wirklich betrifft. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man das verbessern und das ist so wichtig. Und ich habe eine meiner besten Freundinnen, die ist Borderline-erkrankt, die ist ein wunderbar toller Mensch. Ich würde niemals erkennen, dass sie eine Borderline-Erkrankung hat. Ich liebe sie über alles. So. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, man kann das hinkriegen, auf jeden Fall. Und ich bin immer so jemand, okay, ich will das nicht lesen, ich will auch nichts. Also ich habe mich da immer auf meine Therapeutin verlassen und habe mit denen gearbeitet, weil am Ende hätte ich, glaube ich, auch zu sehr Angst bekommen, wenn ich mich in irgendein Thema zu sehr reingelesen hätte und mich triggert das. Deswegen habe ich das von Anfang an nicht gemacht. Und dann muss jeder selber wissen, ob das einem gut tut oder nicht, sich da so reinzulesen. Ja, voll. Also ich meine, andererseits war der Vorteil, dass ich viel besser wusste, also ich mache so seinen kleinen Häkchen und sage, okay, das habe ich anteilig, das habe ich anteilig, das. Mir hat es halt andererseits aber auch geholfen, eine gewisse Übersicht zu bekommen, was bin jetzt ich? Also ich saß bei meiner Therapeutin auch mit dem Satz, ich weiß nicht, wer ich bin. Weil ich nicht wusste, was ist die ganze Zeit dieses getriggerte, dieses völlig überfahrene Ding, dieses wabernde irgendetwas in mir und was ist wirklich mein eigentlicher persönlicher Anteil? Und das hat mir auch ein bisschen geholfen zu sehen, okay, wenn ich getriggert bin, passiert das. Und das kenne ich schon, das habe ich in so einer kleinen Schubladen, was, okay, jetzt habe ich diese kleine Schublade offen, das ist okay. Da kann ich dran arbeiten, worum es ja auch geht, dass man diese Sachen beruhigt, diese Schubladen ein bisschen schließen kann und dann normal fortfahren kann. Das ist zweischneidig, würde ich sagen. Einerseits bist du besser informiert, andererseits klingt das meiste, was da steht, halt nicht so nett einfach. Das ist halt das Problem mit Selbstdiagnostik. Man muss wissen, dass es nur prozentuale Anteile sind und dass nicht immer 100% anstimmt. Und dass manches vielleicht schon nach 10 Sitzungen in der Therapie vielleicht schon komplett abgeklungen ist. Das kann passieren, ist nicht garantiert, aber bei mir ist auch vieles abgeklungen letztendlich. Also ich bin langsamer geworden in meinen emotionalen, impulsiven Dingen. Und wie du auch sagst, ist alles sehr individuell. Es kommt darauf an, woher es kommt, wie du damit umgehst, was sich letztendlich entäußert. Manche Sachen haben auch totale Vorteile. Dass wenn man sehr empathisch wird, zum Beispiel, wenn man als Kind einfach nicht so den Kontakt hatte zu seinen Eltern und so weiter, dass man halt viel lesen muss, wie die andere Erwachsene so sind und man dadurch ein extremes Empathievermögen entwickelt und sehr gut schon kleinste Hinweise wahrnimmt, wenn irgendwas nicht stimmt und es sofort ansprechen kann, zum Beispiel. Also es bringt auch Vorteile mit tatsächlich. Ja, also ich habe sehr viel gelernt durch meine mentale Erkrankung, dadurch, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich
hat bin ein sehr kommunikativer Mensch geworden, ein empathischer Mensch. Ich meine, ich war schon immer sehr empathisch und auch sensibel, aber das kann man ja auch zum Vorteil für sich nutzen. Und ich sehe die schönen Dinge viel intensiver und weiß viel eher, was mir gut tut. Also ich sehe mittlerweile diese Angst. Also ich muss sagen, ich habe wirklich sehr lange Therapie gemacht, bestimmt jetzt schon 10 Jahre. Ich war 2-mal in der Klinik. Ich habe keine Depressionen mehr. Das Einzige, was noch so übrig geblieben ist, auch von dem Trauma, ist eigentlich nur noch, dass ich, wenn ich zu viel Stress habe oder irgendwas Unvorhersehbares geschieht, wie eine Pandemie, dass ich dann nochmal in so eine Angststörung verfallen kann. Ja, die ist aber weitaus nicht mehr so schlimm wie früher. Das baut sich bei mir in Unruhezuständen auf und es ist wirklich ganz selten, dass sich das dann irgendwie nochmal entlädt. Jetzt habe ich ganz vergessen, wo ich hin wollte. Wo bin ich stehen geblieben? Was habe ich vorher gesagt, dass es mir geholfen hat? Ich weiß wieder, okay. Wo ich hin wollte. Und ich versuche das gar nicht mehr so als Feind zu sehen, sondern einfach, dass mein Körper einen sehr, sehr guten Mechanismus hat, mir zu zeigen, dass gerade irgendwas nicht so ist, wie ich es gerne hätte. So, und ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel auf einer Arbeit bin, die mir nicht gut tut, oder in einer Gruppe bin mit Menschen, die mir nicht gut tun, oder irgendwie ich zu viel Stress habe, dann reagiert mein Körper. Und dann weiß ich, es ist eigentlich einfach nur mein Körper, der mir sagt, eigentlich lebst du gerade ein Leben oder eigentlich bist du gerade in einer Umgebung, die du gar nicht willst und die dich nicht glücklich macht, guck da nochmal genauer hin. Und das hat mir geholfen, das einfach nicht mehr als Feind zu sehen, sondern zu sagen, okay, es hilft mir eigentlich, einen Weg im Leben zu finden, der mich glücklich macht und genauer hinzuschauen, was macht mich glücklich. Das ist auch krass. Ich habe das auch lange als Feindschaft mit mir selbst wahrgenommen. Ich habe auch noch Bilder, wo ich mich fotografiert habe, wie ich in den Spiegel gucke und mich einfach böse angucke, weil ich einfach so zweigeteilt war, weil ich halt wusste, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich wollte so nicht sein. Und es fiel mir halt, ich glaube, der erste Schritt ist halt auch erstmal, sich überhaupt zu akzeptieren. Und das ist voll die Arbeit, irgendwie dahin zu kommen und zu sagen, okay, ich habe halt den ganzen Scheiß, aber ich bin trotzdem liebenswürdig, ich bin trotzdem das und das und das. Und das hat bei mir halt alles gefehlt. Das ist einfach komplett gone gewesen bei mir. Und ich baue das jetzt gerade langsam wieder auf und ich merke, dass es mir immer besser geht und dass ich Fortschritte mache. Aber genau diese Feindschaft muss man komplett begraben. Mhm. Ich weiß nicht, wer Scott Pilgrim geguckt hat, aber da geht es auch so ein bisschen darum, dass er sich mit seinem Schatten bekämpft und am Ende werden sie halt Best Buddies. Und das ist halt exakt darum geht es halt, seine Schattenanteile erstmal anzunehmen und zu akzeptieren, dass sie da sind. Aber dass sie auch nicht schlimm sind, weil ohne deine Schattenanteile können auch deine Sonnenanteile nicht existieren. Weil beide sind im Zwischenspiel miteinander und brauchen sich gegenseitig. Man muss halt natürlich schauen, dass eins von beiden nicht zu groß wird, dass man halt nicht völlig im Schatten lebt oder nur verblendet ist letztendlich. Es ist halt ein krasser Prozess und man lernt so unglaublich viel über das Menschsein. Also ich bin unglaublich dankbar, auch wenn es ein bisschen ätzend ist, das zu haben, das zu denken, so, ey, warum muss ich mit diesen Sachen quasi durch die Welt gehen, während alle anderen alles machen konnten, Urlaub machen konnten, nur mal studieren und bla bla. Aber man muss halt aufhören, sich zu vergleichen. Ja, und vor allem, woher weißt du, ob es den anderen nicht vielleicht auch nicht gut geht? Also je mehr ich mich mit Menschen unterhalte und ich sehe ja auch viele Leute so in meinem Leben, die haben auch Probleme und die haben auch viel Scheiß durch. Und das ist wie mit sozialen Medien. Ja, jeder zeigt nur das, was er zeigen will und du weißt nicht, was der andere in sich trägt und erlebt. Und deswegen ist es so wichtig, sich nicht irgendwie links und rechts mit anderen zu vergleichen, weil die haben andere Hürden vielleicht. Ja. Und eine mentale Erkrankung hat ja sehr, sehr häufig auch einen Ursprung und einen Grund. Und ich erinnere mich noch an einen Moment, an dem ich auch, es war noch relativ früh in meiner Therapie, irgendwie mich irgendwie kleingeredet habe. Und irgendwann hat meine Therapeutin das Heft genommen, wo sie ihre Notizen aufgeschrieben hat, damit auf den Tisch gehauen und hat gemeint, jetzt hören Sie auf. Ey, Sie haben so viel in Ihrem Leben mitgemacht und schauen Sie mal, was Sie trotzdem erreicht haben. Sie sind eine der krassesten Patientinnen, die ich irgendwie bei mir habe. So. Und ich so, oh mein Gott, krass. Und das hat irgendwie sowas in meinem Kopf gemacht, weil ich dachte, ja, ey, diese ganzen Dinge, die ich erlebt habe, dafür kann ich nichts. Und trotzdem sitze ich hier und bin ein liebenswerter Mensch und bin empathisch und folge meinen Hobbys und habe einen tollen Freundeskreis, den ich mir aufgebaut habe und so. Und einfach zu sehen, so ich kann eigentlich gar nichts dafür, was mir passiert ist. Und trotzdem kämpfe ich mich hier durch und ich bin trotzdem einfach ein Kämpfer. Allein das dafür, dass ich das erlebt habe und immer noch hier bin. Und allein das zu wertschätzen an sich selber, so und nicht zu sagen, oh mein Gott, warum
keine Ahnung, bin ich jetzt zu schwach, warum habe ich jetzt diese Erkrankung, warum habe ich jetzt meine Angstattacke, sondern zu sagen, ey, krass, so, ich habe das gepackt und ich bin hier und ich gebe auch irgendwie was weiter an die Welt. Ja, das sehe ich genauso, dass man halt das Ummünzen lernen muss, dass man halt sieht, ey, guck mal, wenn man Abitur mit Panikattacken geschrieben hat, dass man Abitur auch noch so halbwegs bestanden hat, muss halt sagen, das Dumme ist natürlich, dass man es auf den Noten nicht sieht, wenn ich zum Arbeitgeber gehe, aber ich persönlich weiß, was ich da geschafft habe und dass ich halt nicht aufgegeben habe letztendlich. Ja. Und dass Umstände für mich persönlich, wofür ich nichts konnte, also meine Traumatisierung ist nicht einfach auf mich zugekommen, sie ist einfach durch außen auf mich eingewirkt worden quasi, dass man halt trotz dieser Umstände überhaupt so weit gekommen ist, ist halt, das muss man sehen. Das ist super wichtig, das zu sehen, wie du es auch sagst, dass man trotz allem noch da ist, dass man die Wertigkeit hat, dass man das und das geschafft hat. Das ist halt super stark und ich glaube, das ist auch echt ein wichtiger Faktor, den Leute für sich sehen müssen, dass egal was sie haben, dass sie trotz dessen überhaupt so weit gekommen sind, das ist so ein krasser Erfolg einfach. Ja. Mega valuable, was ihr gesagt habt, mit dass man quasi die Erkrankung oder das, den Teil von sich nicht als Feind sehen soll und das quasi loslässt, diesen Status loslässt. Und da frage ich mich, wir haben über Therapie gesprochen, wir haben über Meditation gesprochen, dass Meditation nicht nur dieses, ich setze mich in einen stillen Raum, im Lotus-Sitz hin und denke nach ist, sondern halt viele, viele Formen haben kann und für jeden irgendwie auch individuell ist. Aber habt ihr noch mehr Tools, mentale Gesundheitstools, um Selbstliebe zu praktizieren? Wie macht ihr das? Oh. Sehr viel. Also man könnte jetzt anfangen von den kleinen Skills, die ich so gelernt habe, wenn es jetzt wirklich gerade akut ist, wenn man irgendwie eine Angsterkrankung hat, mir hilft es da irgendwie, was Scharfes zu essen oder ein scharfes Bonbon oder kalt zu duschen oder auch einfach einen Freund oder eine Freundin anzurufen, irgendwie zu quatschen, spazieren zu gehen. Ansonsten, ja, ich tue einfach die Dinge, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun und die versuche ich dann auch weiterhin zu tun, auch wenn es mir gerade nicht so gut geht. Ob es jetzt Musik machen ist, ob es irgendwie in der Natur sein ist, ob es auf Konzerte gehen ist, kochen, mit Menschen reden, Sport machen. Ja. Manchmal ist es auch einfach nur den Kaffee an der Tankstelle holen, weil man das sonst irgendwie gerne macht. Und es ist auch okay, wenn man einfach mal tagelang nichts macht. Also ich muss sogar eher das lernen, nichts zu tun. Ich bin so ein Mensch, ich habe eher so Unruhe und bin immer super, super aktiv und ich habe einen sehr hohen Leistungsanspruch an mich selber und will immer alles perfekt und gut machen. Und das ist eher so das, was ich immer noch ein bisschen lernen musste, zu sagen, ey, ich muss gar nichts machen. Auch mit dem Arm jetzt, als ich mir den Arm gebrochen habe, ich hatte so Angst davor, zu Hause zu sein, dachte so, scheiße, weil letztes Jahr ging es mir nicht so gut mit der Schulter-OP und mit der Pandemie und da bin ich echt so ein kleines Loch gefallen. Und da hatte ich jetzt natürlich auch wieder Angst vor, zu sagen, was mache ich denn jetzt? Ich hatte irgendwie voll die Ideen so. Ich hatte auch angefangen, mir mein Kleingewerbe aufzubauen mit Gesangsunterrichten. Ich hatte voll Lust, da durchzustarten. Und jetzt sitze ich so auf der Couch und kann halt spazieren gehen und Filme gucken und Leute einladen. So, und einfach zu sagen, es ist okay, wenn ich einfach mal nur atme und schlafe und auf der Couch sitze. Das ist in Ordnung. So, und das darf auch mal sein. Und wenn es Tage gibt, an denen das Einzige, was du gemacht hast, irgendwie im Bett liegen ist, Augen aufmachen, atmen, dann ist das auch in Ordnung. Aber ich denke, es ist auch wichtig, manchmal sich dann doch nochmal in den Arsch zu treten und zu sagen, oh, mein Körper sagt, ich kann nicht, aber ich ziehe jetzt meine Schuhe an und ich gehe jetzt einfach mal um den Häuserblock. Oder ich, auch wenn ich gerade keine Lust habe, ich treffe mich vielleicht doch nochmal mit einer Freundin, vielleicht tut es mir gut. Wenn nicht, kann ich ja wieder nach Hause gehen. Das ist auch mal der erste Schritt, weswegen ich auch während Corona ein bisschen sauer wurde, als dann halt der Lockdown kam und man irgendwie ab 9 nicht mehr raus durfte alleine, was ich super kritisch bewertet habe, vor allem für Leute, die generell, wenn sie zu Hause sitzen, vielleicht getriggert sind. Spazierengehen ist das A und O, weil es entspannt extrem, man ist raus und so weiter. Ansonsten, neben den Dingen, die einem vielleicht Spaß machen, die man auch machen kann, die man auf jeden Fall machen sollte als Ausgleich, gibt es halt mal verschiedene Journaling-Sachen. Du kannst
verschiedene Schreibaufgaben machen. Du kannst Shadowwork machen, da gibt es super viel im Internet. Da beantwortest du dann pro Tag vielleicht eine Frage und setzt dich so ein bisschen mit deinen negativen Anteilen auseinander und durchforstest quasi Sachen, die du eher so gern wegdrängen möchtest. Kannst dir die und lernst sie halt quasi anzusehen und zu akzeptieren, dass sie einfach da sind. Sonst neben der Meditation kann sich auch, es gibt eine super Doku, die jetzt, glaube ich, nicht zur Verfügung steht, von Gabor Mate, den ich total hochhalte, weil der kümmert sich sehr viel um Traumatisierung und Suchterkrankungen. Seine Bücher sind auch super. Sonst auf Instagram gibt es super viele Self-Healer-Sachen. Da gibt's, muss man ein bisschen aufpassen, ist nicht immer alles passend. Ansonsten, ich persönlich mache halt auch Musik oder ich gehe raus, fotografiere oder man muss halt schauen, dass die Lebensqualität nicht das, was man hat, nicht zu sehr eingeschränkt wird, sondern sich das schon ein bisschen aufrechterhält und sagt, okay, auch wenn ich das jetzt habe, ich mache trotzdem das, was mir Spaß macht oder versuche, neue Wege zu finden. Man kann auch anfangen mit Malen, mit Zeichnen. Es gibt wirklich viele Sachen. Man darf sich einfach vielleicht nicht zu sehr aufgeben, sondern sagen, hey, ich gehe einfach mal vor die Tür. Und wenn man dann 10 Minuten draußen war, sieht es meistens schon wieder ganz anders aus. Und das ist echt krass. Also ich bin auch ein sehr selbstironischer Mensch. Also manchmal hilft mir das auch wirklich mit Humor da irgendwie ranzugehen und sagen, oh Mann, ey, jetzt schon wieder, komm, fick dich einfach. Entschuldigung für die Wortwahl. So und einfach sich... Also ich folge auch manchmal sehr lustigen Seiten auf Instagram, wo hier und da auch mal ein Spaß gemacht wird über die ganze Situation und irgendwie hilft es auch so ein bisschen den Schrecken zu nehmen. So und einfach zu sagen, so ein bisschen mit Humor einfach dran zu gehen. Ja, mein liebstes ja. Meme für eine lange Zeit war irgendwie, ist es so ein Vierteiler gewesen, wo jemand irgendwie einen Pokal bekommt und geht dann wieder zurück ins Bett und der Pokal liegt daneben und schläft halt weiter. Ja. Vor allem, ja, Meme-Pages über Depressionen oder über das, was man so hat, hilft extremst, weil man sieht, wie viele Leute das liken und dass da Leute kommentieren und so weiter. Mhm. Mache ich auch sehr gerne und ich habe das auch, nehme es auch lieber mit Humor, weil es nimmt die Ernsthaftigkeit auch ein bisschen aus dem Thema raus, obwohl es halt ein sehr ernstes Thema ist. Aber, ja. Depressionen. Wie so ein Schmetterling, der die ganze Zeit in meinem Fenster rumfliegt. So. Das ist irgendwie sehr süß und passend gerade irgendwie. Also falls ich hier irgendwann so gucke, dann... Ansonsten ist Sport halt, glaube ich, wirklich das Go-To für alles, habe ich manchmal das Gefühl. Solange man körperlich nicht sehr beeinträchtigt ist oder nicht wirklich komplett energie-zombie-mäßig unterwegs ist, hilft Sport extrem. Wie gesagt, spazierengehen werte ich schon als Sport. Wenn man wirklich eine schlechte Phase hat, ist das schon wirklich Gold wert. Aber wenn irgendwie die Möglichkeit besteht und wenn man nur ein Yoga-Video anmacht oder eine Home-Training-Video anmacht und einfach ein paar Übungen macht und wenn es nur 10 Liegestützen am Tag sind, weil das Gefühl, wenigstens etwas geschafft zu haben, und wenn es nur abwaschen ist oder irgendwie Staubsaugen, whatever, wenn man eine Sache am Tag geschafft hat, so klein sie auch ist, darauf kann man dann aufbauen, weil am nächsten Tag machst du vielleicht das Gleiche plus noch mehr. Oder du machst das Gleiche immer wieder, baust dir deine Routinen auf. Und wenn du mal einen Tag aussetzt oder eine Woche es nicht schaffst, zu lernen, zu sagen, es ist in Ordnung. Ich muss es nicht tun, ich mache es, weil ich es möchte. Ich mache es nicht für irgendwen anders, ich mache es nicht, um mir irgendwas zu beweisen. Ich mache es einfach nur, weil ich möchte, dass es mir besser geht. Und das, daran kann man halt auch lernen, mit sich selbst weniger kritisch zu sein. Weil ich glaube, dass viele Leute, die gewisse Schwierigkeiten haben, sehr, sehr kritisch mit sich selbst sind. Ja. Was das Ganze sehr erschweren kann. Weil, fuck, was ich schon alles gedacht habe, was ich hätte in meinem Leben schaffen können, dass ich jetzt mit meinem Alter, mit Hauskind, Familie, was, whatever, was ich schon hätte alles schaffen können und irgendwie 3 Studiengänge abgebrochen und so. Das könnte ich mir jetzt natürlich alles angucken und sagen, boah, was bin ich für eine Flasche? Aber ich denke mal so, das ist halt, ich probiere mich halt einfach aus und manche Dinge haben halt nicht funktioniert, ist okay. So, es gibt halt keinen Fahrplan fürs scheiß Leben, weil das Leben, keiner hat Ahnung, wie dieses Leben funktioniert und alle tun so, als ob sie wissen, dass, also jetzt hätten sie rausgefunden, wie man lebt. So, das ist einfach nicht, das stimmt halt einfach nicht. Deutschland ist da aber auch sehr schlimm, finde ich. Also gerade dieses, was, da habe ich auch letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, dieses, wir sind so ein Arbeiterland, ja, und am besten nicht nur 40 Stunden, sondern am besten noch mehr und am besten sofort nach der Schule eine Ausbildung, am besten sofort nach dem Abitur studieren und dann musst du auch sofort wissen, was du willst und wenn du dann abbrichst, dann bist du irgendwie ein Loser oder dann, also ich finde, da gibt es Länder, die da sehr viel vorbildlicher mit umgehen und wo sich Menschen
auch nochmal um, es ist okay, dich auch nochmal umzuentscheiden. Ja. So, wenn du mit 30, 40 merkst, du willst mal was anderes machen und du die Möglichkeiten hast, dann go for it, ja. Dieses Leistungsland hier ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwer für viele Menschen. Also ich, ja. Total. Und ich finde, das ist auch so, das Problem daran ist so ein bisschen, das ist auch so ein Generationending, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an die Generation von meiner Mutter zurückdenke, die kam halt, für die war das halt normal so, ey, du machst einen Job und den ziehst du im besten Fall bis zur Rente durch, weil das ist die einzige Möglichkeit. Und wir leben halt in der Generation, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite schlecht. Wir können halt echt sagen so, fuck it, ich habe darauf jetzt keinen Bock mehr, ich mache was komplett anderes. Und das geht halt in der Globalisierung, weil du kannst halt einfach machen, was du willst. Aber können wir das wirklich oder ist das nur eine Theorie? Weil ich irgendwie, bin der Meinung, wir können das wirklich. Ja, weil ich glaube, dass trotzdem immer noch von außen, gerade von älteren Leuten, immer noch so ein, man hat irgendwie versagt oder du weißt nicht, was du willst und deswegen machst du schon wieder was anderes Bild auf einen irgendwie gedrückt wird. Also theoretisch ist das möglich, aber ich glaube, viele haben trotzdem noch Angst davor. Klar. Ja, man muss halt das loslassen, dieses Stigma oder diese Bezeichnung. Also es muss für einen selbst okay sein, zu verkacken. So, es ist okay zu failen. So, ne? Also ich habe auch mit 27 gesagt, so ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Musik und irgendwie einen Nebenjob. Ich fange jetzt an, Fotografie zu studieren. Nur was ist das ganz anderes, ne? Und das mache ich jetzt seit 10 Jahren und vielleicht denke ich mir irgendwann so, ja, darauf habe ich auch keinen Bock mehr, mache ich halt irgendwas anderes so. Und wenn man die Freiheit hat im Kopf zu sagen, so ey, ist okay zu failen und okay, was anderes zu machen, dann geht das. Dann also müssen die Möglichkeit aber auch, ist da, so, ne? Und ja, dann müssen aber auch Firmen offen genug sein und zu sagen, okay, du bist jetzt 53, hast nochmal was Neues gelernt, warum sollen wir dich jetzt nochmal für 5 oder 10 Jahre anstellen, ja, ne? Also da müssen dann aber auch Firmen offen genug sein und sagen, okay, du bist vielleicht nur 5 Jahre bei uns, egal, wir nehmen dich trotzdem. So. Ja, das stimmt natürlich. Ich habe natürlich 2 Sachen gemacht, die als Freiberufler halt nur mit dir selbst funktionieren. Also du brauchst kein Unternehmen oder irgendwas, das dich dann anstellt. Das ist natürlich klar. Ja. In so Fällen ist das natürlich einfacher. Aber das mit, wie nennt man es? Eben, was ihr besprochen habt, da habe ich auch drüber nachgedacht, dass man so diesen Druck hat, immer was zu machen. Und das habe ich auch total. Und ich fand das so krass, jetzt in der Pandemie, weil zum Beispiel 2017 bin ich den Jakobsweg gelaufen. Krass. Und das war für mich so voll so davor, so voll die Überlegung, so boah, kannst du das machen? Kannst du jetzt einen Monat komplett rausgehen, keine Jobs machen, kein Studieren, kein nix, so voll den Kopf drüber gemacht, so ey, kannst du das wirklich bringen, jetzt einfach mal einen Monat nur für dich zu sein und zu sagen, so ey, ich bin weg. Und das war eigentlich die größte Überwindung an der ganzen Geschichte, so das Laufen an sich und der physische Stress, so das war geil. Und es war auch im Nachhinein einfach auch so geil, komplett raus zu sein. Ne? Ich habe halt auch kein Handy mitgenommen. Ich habe das nach Santiago geschickt, dass ich das habe, wenn ich ankomme, um meine Rückreise irgendwie zu organisieren. Aber habe halt nichts dabei gehabt. Und das war so geil. Also einer der besten Monate meines Lebens. Kann ich nur jedem empfehlen. Und sich mal so komplett rauszunehmen, ist auch mega. So. Aber ich kann das voll nachvollziehen mit diesem, so man muss immer was machen. So, boah, kann ich das jetzt auch mal machen? Nichts zu tun, so für einen großen Zeitraum, so, ne? Ich mach's jetzt, ich bin jetzt seit 2 Jahren quasi nicht in Arbeit. Und es war, mein Kopf war auch die ganze Zeit so, boah, du kannst nicht zu lange arbeitslos sein oder nicht arbeiten, weil du musst ja erklären, woher die Lücke kommt, so Bullshit. Und ich hab so, ich ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit rumsitze und nichts mache. So. Ich meine, ich habe schon Freunde gehabt, die zu denen ich gesagt habe, boah, ich mache die ganze Zeit eigentlich nur Bullshit. Und die haben mich angeguckt, meinst du, Alter, du machst 3 Sachen gleichzeitig jeden Tag, so, du bist mich verarscht, du machst mehr als ich. Ich so, hä, was? So, ich meine, ich mache Musik, ich fotografiere, ich habe viel geschrieben und so weiter und beschäftige mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen. So, ich setze mich ständig mit irgendeinem Scheiß auseinander. Und trotzdem denke ich so, ich bin halt faul und
Also das weil, du halt nicht, nicht, weil du halt nicht im System bist. Du bist halt nicht in diesem Arbeitersystem. Und ich glaube, ich bin ja voll pro Grundeinkommen, ne? Also weil erstens hast du dann wirklich die Möglichkeit, das zu machen, wo dein Herz für schlägt und wirklich zu sagen, ey, ich bin auch was wert und ich darf existieren und ich darf leben in meiner Wohnung, auch wenn ich nicht arbeite, einfach weil ich das Recht habe, weil ich geboren bin und ich darf mich für das entscheiden, was ich wirklich möchte, was ich tun will. Und dann müssen auch Arbeitgeber sich um dich bemühen und nicht andersrum, ja, damit du bei denen bist. Und vielleicht haben wir dann auch die Möglichkeit, wieder viel mehr Kunst zu machen und viel mehr wirklich Dinge zu tun, wo du eigentlich hier aktuell kaum was für verdienen würdest, was wofür über dein Herz schlägt. Und auch einfach mal zu lernen, sich nicht mit der Arbeit zu identifizieren, sondern wirklich mit seinen eigenen Werten. So, ich bin gut, wie ich bin, weil ich einfach diese Werte habe, weil ich am Leben bin und ich darf das. Ja, und hier ist so umgekehrt, du bist halt nur was, wenn du was leistest. Ich habe auch manchmal mich mit gewissen persönlichen Meinungen zurückgehalten, weil der Gegenüber oder die Gegenüber halt arbeitet und ich halt nicht. Und es ging halt ein bisschen um Zeitmanagement und so weiter. Das, wenn Leute zu spät kommen, ich dann nicht so cool mit bin. Ich mag halt schon Pünktlichkeit und so. Und muss ja überlegen, aber ich bin ja der Arbeitslose. Ich habe ja quasi keine Termine. So. Aber, das wird aber du darfst ja trotzdem Werte haben oder trotzdem... Absolut. Ja, trotzdem gewisse Dinge in zwischenmenschlichen Beziehungen wichtig finden. Ja, aber das ist halt so krass, wenn du halt in Deutschland arbeitslos bist, oder ich, wenn ich in Deutschland arbeitslos bin, ich kann ja nur von mir ausgehen, dass trotzdem diese Gedanken so reinsneaken und dass du so denkst, oh, ich bin nicht am Arbeiten, ich habe vielleicht gewisse Dinge, sollte ich vielleicht nicht äußern, aus Respekt gegenüber der arbeitenden Bevölkerung und habe gewisse Ansprüche nicht mehr so, als wenn ich arbeiten würde. Und das ist halt krass, weil zum Beispiel solche Gedanken sind ja nicht wirklich meine, sondern die sind ja mehr generationsmäßig auch ein bisschen indoktriniert, um es jetzt hart auszudrücken. So, ich komme auch aus einer Arbeiterklasse oder Arbeiterfamilie letztendlich, alle schon gefühlt mit 16 gearbeitet und alles. Und es kommt vielleicht auch irgendwo daher. Aber, bist du aktuell arbeitslos wegen deiner Erkrankung? Ja. Unter anderem? Ja, weil guck mal, das Krasse ist halt, man fühlt sich so schlecht, weil man gerade irgendwie nicht arbeitet, aber also du stehst schon morgens auf und du setzt dich schon mit dir selber auseinander. Du gehst in Therapie, dir geht es nicht gut, du setzt dich damit auseinander, du tust alles dafür, dass es dir besser geht. Du bist ja schon, wenn du morgens aufstehst, auf einem ganz anderen Level als andere, die vielleicht keine Erkrankung haben und deswegen auch ihre 40 Stunden arbeiten gehen können. Aber du, deine Aufgabe und deine Arbeit ist es jetzt, sich mit dir auseinanderzusetzen und wieder gesund zu werden. Und das ist auch schon echt eine krasse Leistung. Okay. Und deswegen muss man einfach das auch anerkennen und sagen, also es ist jetzt keine Lohnarbeit in dem Sinne, aber trotzdem leistest du etwas und trotzdem tust du etwas, was anstrengend ist und das ist, dich mit dir selber auseinanderzusetzen und zu heilen. Und aber ich weiß, wie das ist, bei mir war das genauso, ich war ja auch schon krankgeschrieben deswegen und auch, ich glaube, 1,5 Jahre habe ich, glaube ich, auch nicht gearbeitet. Und das ist schwer, das erstmal so aus dem Kopf rauszukriegen, ne? Diese Gedanken, weil die immer wieder manifestiert werden. Voll. Also ich meine, ich hatte halt jetzt in der Gastro gearbeitet, das war für mich halt einfach zu viel Stress. Ich wurde zwar gekündigt so und dachte so, okay, super, aber ich habe dann im Nachhinein gemerkt, wie gestresst ich halt wirklich war von der Arbeit, dass ich halt da gar keine Grenzen hatte, viel zu viel Arbeit geleistet habe, die ich hätte nicht leisten müssen und mich viel zu viel reingelehnt habe und hat gemerkt, dass ich wahrscheinlich auch einen Burnout hatte, wahrscheinlich, oder einen leichten Burnout zumindest. Und irgendwann kam halt ein Freund zu mir und meinte, hey, so wenn man sich so deine Lebensgeschichte anhört, so versuchst es ja immer wieder, aber irgendwo gibt es immer einen Grund, warum es in gewisser Weise scheitert oder dass du auf eine gewisse Wand triffst, so dass du dann halt abbrichst oder nicht resilient bist. Und meinte zu mir, vielleicht ist es einfach wirklich besser, wenn du dich darum zuerst kümmerst und dann versuchst, in dieser Arbeitsleistungsgesellschaft dann Fuß zu fassen, wenn du stabil bist, wenn du weißt, was du willst und wenn du dann auf Hürden triffst oder wenn Schwierigkeiten aufkommen, du auch Werkzeuge hast, damit besser umzugehen. Und dann dachte ich, ja, warum soll ich das nicht so machen? Dann gehe ich lieber in die Arbeitslosigkeit, dann arbeite an mir und kann dann quasi arbeitsstark rauskommen. Wobei das eigentlich gar nicht mein Ziel ist, arbeitsfähig zu sein, weil es geht mir da, wie du auch sagst, es geht darum, seine eigene Wertigkeit zu finden. Und ich habe auch schon Geschichten gehabt, dass als ich angefangen habe mit Therapie, nach einem Jahr das Arbeitsamt quasi ankam, das ist schon 15 Jahre her oder so. Und die hatten mir halt geschrieben, ja, warum arbeiten Sie nicht?
bla bla. Und dann habe ich halt gesagt, ich bin halt Therapie, ich habe Panikattacken. Und dann meinten sie, ja, warum gehen Sie nicht in die Klinik, damit das mal schneller geht? Weil ich lustigerweise noch gelesen hatte, dass bei der Rasterpsychotherapie wohl gewisse Lobbygruppen, und ich vermute vielleicht auch das Arbeitsamt, so dem Spahn zugeflüstert haben, das muss ein bisschen schneller gehen, weil die Leute sind alle krank, wir brauchen Kräfte und so weiter. Aber es bringt nichts, Leute in die Arbeit zu schicken, die nicht stabil sind oder die für sich nicht immer, weil dann ist die Burnout-Rate zu hoch, Depressionen, die ganzen Krankschreibungen sind meistens, ich vermute mal, viele Krankschreibungen sind auch nicht, weil Leute erkältet sind, sondern weil sie wirklich im Arsch sind und sich nicht fit fühlen. Aber man in diesem Hamsterrad drinsteckt, man weiß nicht wohin, man hat vielleicht Kinder, man hat nur diesen Job, man hat vielleicht nur diese Qualifikation und ist trotzdem ausgebrannt, ist fuck, und kommt dann nicht raus. Und ohne Grundeinkommen haben wir, also ich kann sagen, einen Antrag bei ALG II einen Antrag zu stellen. Ich habe 2 Wochen vorher recherchiert, um keinen Fehler zu machen, damit mir kein Geld gestrichen wird, damit ich auch mein Geld bekomme. Ich musste fast einen Eilantrag stellen, weil ich kein Geld mehr bekomme. Also die haben ewig gebraucht. Ich hatte gar kein Geld mehr auf dem Konto. Ich musste quasi sagen, ey, müssen wir jetzt ein Darlehen geben, bis sie gecheckt hat, ob ich das jetzt bekomme oder nicht, weil es Monate gebraucht hat. Und wenn man zusätzlich halt auch psychisch das nicht richtig hinbekommt, so ist klar, dass viele Leute sagen, nee, ich will mit dem Arbeitsamt nichts zu tun haben. Ist auch echt ätzend, davon abhängig zu sein. Ja. Manchmal kommen Briefe rein, ich soll das und das machen. Ich denke so, warum schickt ihr mir jetzt schon wieder irgendwas für die Gastro? Ich will nie wieder in der Gastro arbeiten. So. Mhm. Soll mich dann da trotzdem bewerben? Vor allem, das ist ja auch irgendwie, also lieber längerfristig an einem arbeiten, ne? Vielleicht mal längerfristig krank sein, als so eine Rastertherapie von 20 Stunden dann wieder ins Arbeitsleben und dann wieder zusammenzubrechen. Das macht einfach gar keinen Sinn. Ich bin auch froh. Ich glaube, das ist mittlerweile auch abgehakt. Ich glaube, das wird sich auch nicht durchsetzen. Ich war da auch sehr laut dagegen. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würde sich ja diese ganze Antragstellerei auch erübrigt haben. So. Ja. Mal gucken, was sich da noch tut in Zukunft. Ich hoffe, es kommt. Es gibt natürlich viel Kritik dran und so weiter, das kann ich auch nachvollziehen, dass Leute sagen, ja, aber dann arbeiten Leute gar nicht, was sie wollen. Und dessen habe ich noch ich gucke gern vom, ich weiß nicht, ob es vom WDR oder ARD Feuer und Flamme, es ist so eine Doku über Feuerwehrmänner, die ist wirklich top. Und einer meinte da, er wollte schon immer Müllmann oder Feuerwehrmann werden. Und Leute argumentieren beim Grundeinkommen immer, ja, aber dann machen Leute nicht mehr die Jobs, die nicht so beliebt sind. Und du hast ja schon richtig gesagt, ja, dann müssen diese Jobs erstmal wieder attraktiv gemacht werden. Ja, genau. Ne, dass Leute vielleicht weniger arbeiten müssen, dass man die 4-Tage-Woche einführt, dass man nicht 8 Stunden arbeitet, sondern vielleicht nur 5, weil es gibt ja schon ganz Statistiken, dass Leute nur 4 Stunden produktiv arbeiten und Vollzeit manchmal gar nicht so produktiv ist wie Teilzeit zum Beispiel, weil die Leute einfach viel fitter sind, viel erholter. Und es gibt immer Leute, die Bock auf gewisse Jobs haben. Es wird immer Bäcker geben, die sagen, boah, ich habe Bock, morgens um 4 aufzustehen, um für Leute Brot zu machen. Ich liebe dieses Handwerk. Mhm. Es wird immer Leute geben, die gerne in die Pflege wollen, die bei der Versicherung arbeiten wollen, weil sie einfach mit Zahlen zu organisieren, die BWL studieren wollen und bla bla. Es wird immer diese Leute geben, aber die Anreize und Arbeitsplätze werden einfach besser. Mhm. Und wir reduzieren. Ja. Oder bezahlt einfach mal Leute besser, die so Jobs machen wie Müllabfuhr oder Pflegedienste oder sowas. Ja, also, lass sie dann nicht Überstunden hocken, nur weil da kein Personal ist und immer weiter die Marge verkleinert wird und die Leute müssen mehr Arbeit leisten, machen sich den Kunden kaputt. Also ich kenne da fast jeden, den ich aus der Pflege irgendwie mal kennengelernt habe, erzählt mir halt immer die gleichen Geschichten, dass sie es halt super gerne machen und dass es wirklich teilweise ihr Traumberuf ist, weil die Bezahlung ist beschissen. Die Überstunden sind beschissen, die Arbeitseinteilung ist scheiße, der Stress ist zu hoch. Also wie gesagt, der Job ist ja an sich super, aber man muss halt die Bedingungen ändern, damit Leute das auch machen wollen und eben nicht psychisch krank werden. Ja, im September, Bundestagswahlen. Ich weiß gar nicht, welche Partei hat das denn überhaupt, das Grundeinkommen überhaupt im Schirm? Ich glaube gar keine. Ich weiß gar nicht, ob das irgendjemand im Programm hat. Ich glaube, das wird auch noch dauern. Also auf jeden Fall keine der großen, mit denen ich mich jetzt auseinandergesetzt habe. Der kleineren. Also habe ich nirgendwo gelesen. Aber vielleicht gibt es das ja. Ich weiß nicht. Man kann sich ja darauf bewerben, glaube ich, oder? Gibt es da nicht immer so ein... Mein Grundeinkommen mache ich jetzt schon seit, ich glaube, 5 Jahren mit. Und es ist meistens immer mittwochs die Losung. Und du kannst dann halt, kriegst dann eine Zahl, ein paar Zahlen, das ist wie eine Lotterie. Und dann kannst du halt gewinnen, kriegst es für ein Jahr. Ich finde es halt stark, ich finde es halt großartig. Also, das ist so eine Studie, ne? Das
Das ist keine Studie, das ist... Ob das quasi funktionieren kann. Auch, ich glaube, das hängt eine Studie mit an, aber eigentlich ist es wirklich, dass Leute in den Spendentopf einzahlen, bis genug Grundeinkommen da sind. Da verlosen sie zwischen 5 bis mal 20 Grundeinkommen für 1.000 Euro im Monat für ein Jahr dann. Und du kannst dann halt auch freiwillig, glaube ich, berichten, was sich verbessert hat. Und du kannst es halt durchlesen und alle sind durchweg, ja, ich habe Arbeitsqualität verbessert, Lebensqualität verbessert, ich mache meine Hobbys wieder, ich habe mehr Zeit für das, ich habe mehr Zeit für dies. Mhm. Ich finde es immer so, mir versteckt es eher den Atem, dass man so offensichtliche Benefits hat und die Politik sich so denkt, nee, machen wir nicht, weil natürlich andere Lobbyinteressen hinterstecken, den Niedriglohnsektor Deutschland und bla bla. Und ich denke mir manchmal so, ey, Politik brauche ich gar nicht anfangen, sondern ich bin wütend. Aber anderes Thema, da könnten wir jetzt richtig. da müsst ihr mal jemanden einladen, der wirklich Ahnung hat, da, mit dem man gut diskutieren kann. Namen Jens Spahn muss ich mich schon zurückhalten, als du den gedroppt hast. Ja, der tauchte da auf, hat sich nicht mit gerechnet, aber ich musste schnell recherchieren, so, weil ich habe halt auch diese Petition unterschrieben, weil ich das halt absolut frech fand. Leute. Es ist schon, wie schon beschrieben, es ist schon wirklich nicht einfach, in den Therapieplatz zu kommen, dann nach dem richtigen Therapeuten oder Therapeutin zu bekommen und dass es überhaupt funktioniert, dass es die richtige Form ist, dass man, wenn man Trauma hat, auch bei mir war es auch glücklich, ich wusste zum Teil nicht, dass meine Therapeutin auch Traumatherapie macht. Das ist dann, ich so gemerkt habe, okay, krass, bin ich komplett wichtig, wirklich Glück gehabt einfach. Aber wenn so eine Scheiße dann durch die Politik gewunken wird, das geht halt gar nicht. So, du kannst nicht sagen, deine Depression ist in 20 Stunden geheilt. Das kann Jahre dauern teilweise, je nachdem, wie schwerwiegend, welcher Prozess und wie offen du bist, wie resilient bist du, welche Technik funktioniert. Es dauert ja auch noch, die Technik zu finden, die für dich funktionieren. Nicht für jeden spazieren gehen das Ding. Für mich ist es Fahrradfahren. Wenn ich Fahrrad fahre, geht es mir super, aber spazieren gehen finde ich teilweise zu anstrengend. Also allein das noch rauszufinden, das dauert auch alles. Und vor allem, jeder hat irgendwie seine Schnelligkeit. Und es kann auch sein, dass jemand, der vielleicht nur leichte Depression hat, trotzdem länger in Therapie muss als jemand, der eine schwere Depression hat. Und dann gönne ich auch jedem seinen Therapieplatz, so solange die Person irgendwie die Möglichkeit hat, einen zu machen. Ja. Und man weiß ja auch nicht von vornherein, was, wie du gesagt hast, für die Person passt. Also ich habe auch verschiedene Therapieformen probiert. Von Tiefenpsychologie über Verhaltenstherapie, über Traumatherapie, über Kunsttherapie. Ich habe Kunsttherapie geliebt, das hat mir so viel gebracht. Und ich weiß auch noch, dass ich die erste Traumatherapie, die ich angefangen habe, nicht bei mir gegriffen hat. Und ich habe dann auch ganz offen mit meiner Therapeutin darüber gesprochen, habe gemeint, okay, wir machen das irgendwie seit 4 Stunden. Jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, es tut sich nichts. Und dann hat sie gemeint, okay, wir probieren nochmal eine andere Art und Weise von Traumatherapie. Und dann haben wir was anderes probiert und das hat dann gegriffen. Also man muss dann auch einfach gucken, was passt zu einem und auch vielleicht den Mut haben, bei dem Therapeut oder der Therapeutin das auch anzusprechen und zu gucken, okay, was können wir machen, was passt einfach. Ja, vor allem das Ansprechen ist wichtig, dass man auch mit der Therapeutin oder mit dem Therapeuten über den Prozess spricht und halt auch immer evaluiert, wo steht man oder hat man vielleicht Themen, die man mit reinbringen möchte. Also man kann ja... Ich gehe meistens in die Therapie, manchmal habe ich gar keine Ahnung, worum es gerade geht und während des Prozesses entwickeln sich dann trotzdem Sachen, aber es kommt immer auf denjenigen an, der gegenüber sitzt und was er rausnimmt. Und es ist wirklich super wichtig, sich wohlzufühlen. Also wenn man sich nicht wohlfühlt, bringt es halt nichts. Du brauchst eine Umgebung, wo du dich öffnen kannst, wo du das Gefühl hast, ich kann gewisse Sachen ansprechen, vor allem vielleicht Sachen, über die du noch nie gesprochen hast. Das ist halt super wichtig. Und deswegen ist es halt auch so schade, dass Deutschland gerade ein bisschen so tut, als hätten wir genug Plätze, was wir nicht haben, weil eben durch diese Erstgespräche so getan wird, als wäre halt ein Platz frei. Ist es aber nicht. Und das hört man auch hinter der vorgehaltenen Hand von Leuten, die in dem Business drin sind, sagen auch, dass es halt komplette Augenwischerei ist. Und es wäre vielleicht auch schön, wenn sich da einfach Leute zusammentun und da auch ein bisschen mehr informieren und sagen, hey, so flächendeckend ist es Deutschland gar nicht. Und wir haben da auch gewisse, vor allem die Probleme mit Privat- und Krankenkasse. Es kommt halt noch dazu, dass halt viele Ärzte sagen, ich mache nur privat, weil ich kann mir keine Wohnung leisten, wo ich therapieren kann, wo mehrere Räume sind. Anstatt halt alle gleich zu behandeln trotzdem. Also vor allem bei dem Thema, was nach Corona, wenn es überhaupt mal durch ist, so oder so die Welle noch kommt, dass noch mehr Leute irgendwann merken, das, was nicht stimmt. Ja. Corona hat es schon gezeigt, es braucht manchmal nicht viel zusätzlich, bis Leute dann doch merken, dass was nicht stimmt und dann
bricht auch manchmal das Kartenhaus ganz schnell zusammen. Und ich fand auch einfach diesen nicht vorhandenen Support in Corona-Zeit für Menschen mit psychischen Erkrankungen so schlimm. Also ich glaube, es hat bestimmt 7, 8 Monate gedauert, bis mal in meinem Briefkasten eine Hilfe-Hotline war. Und ich glaube, da bin ich noch eine Ausnahme. Also ich fand es so schlimm, dass weder in den Medien noch in den Nachrichten noch irgendwo darüber berichtet wurde, was man tun kann, wenn es einem schlecht geht und wo man hingehen kann. Und Frauenhäuser waren geschlossen, Kinder und Jugendliche, die keine Hilfe bekommen haben, obwohl es zu Hause schlimm ist. Familiengerichte haben einfach zugemacht. Also Kinder mussten in unmöglichen Lebensumständen weiterleben, weil die jetzt einfach gesagt haben, wir machen jetzt das Familiengericht für ein halbes Jahr zu. Und also es ist wirklich, wirklich schlimm und es hat mich sehr, sehr, sehr wütend gemacht. Und da wird, wie ich bin auch der Meinung, dass wenn Corona wieder vorbei ist, dass da nochmal eine Welle auf uns einbricht und man auf jeden Fall jetzt schon mal, also eigentlich schon letztes Jahr hätte, was aufbauen müssen, dann, wenn es so weit kommt. Ja, aber es ist halt wieder Politik. So, es gibt halt für die Politik andere Schwerpunkte wie die Wirtschaft. Mhm. So, und was mit dem Kulturmaterial Mensch passiert, generell Kultur und auch den Menschen, die Seele. Ich hoffe, dass einfach die Leute, die es geschafft haben, einen Therapieplatz zu bekommen und die sich Therapie begeben haben und offener werden fürs Thema, dass wir in Anführungszeichen, also es betrifft uns ja eigentlich alle als Menschheit generell, dass wir einfach schaffen, uns immer mehr aufzuklären und zu checken, was wirklich wichtiger ist, ob es jetzt der wirtschaftliche Erfolg und der BPI irgendeines Landes ist oder wie es auch immer heißt, oder BIP, ob das so wichtig ist oder ob es nicht wichtiger ist, wie flächendeckend gesund und wohlauf die Menschen sind, die in einem Land leben, dass man das nicht an Geld und Import-Export messen kann, sondern Dinge auf der Strecke liegen bleiben in letzter Zeit, die eigentlich so viel wichtiger sind, was Kultur angeht, Therapieplätze, generelle Angebote für Sport und Freizeit. Mhm. Und ich glaube, das kann einem sehr das Genick brechen, wenn das noch weiter zurückgeschraubt wird. Deswegen bin ich auch froh, dass langsam die Kulturszene zurückkommt, dass die Gastronomie langsam wieder auf die Beine kommt. Ich hoffe, es bleibt so. Aber ich glaube, Corona hat schon gezeigt, wo die Schwachpunkte sind, auf jeden Fall. Mhm. Ja, nicht nur in Deutschland, ich glaube weltweit halt irgendwie. Mhm. Ne? Ja. Aber Laura, wir haben jetzt schon wieder den Timer. Ja. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel deiner Zeit jetzt irgendwie. Alles gut. Genommen. Also ich würde jetzt noch die 8 Minuten mitnehmen und dann muss ich auch langsam los. Habt ihr denn noch ein gutes, schönes Abschlussthema, irgendwas Rundes? Eigentlich hätten wir ja Frage, aber irgendwie haben wir das in letzter Zeit völlig missachtet. Warte. Die Speedrunde haben wir gar nicht mehr gemacht, ne? Aber ich finde es auch eigentlich immer so ein bisschen individuell. Oder schreibst du jetzt schnell irgendwelche Speedrunden? Ich habe nur eine einzige Frage gerade. Ja, schieß raus, ich beantworte sie, ich hoffe. Okay, warte. Boah, dann wirst du ja Lieblingssong von Slipknot. Oh. Mhm. Ach du Scheiße. Oh, heilige Kacke. Nicht was von Iowa. Ich muss auch gerade überlegen. Tolle, tolle Speed-Frage. Also ich hatte mal einen Song von Slipknot, den ich immer gehört habe, der aber nie gespielt wurde. Ich glaube, das war noch von der EP, der hieß, glaube ich, Black Heart. Und an den erinnere ich mich gerade. Ich glaube, den muss ich mir mal wieder anhören. Ansonsten bin ich gerade gar nicht so im Slipknot-Fieber, muss ich sagen. Ich bin gerade sehr auf Thrice. Die haben ja irgendwie ein neues Album rausgebracht gestern. Ja, und ich feiere dieses Album so sehr. Ich muss es mir dann auf jeden Fall nochmal laut über Kopfhörer geben. Das ist das letzte Album von dem gut fand. Ich wusste gar nicht, dass jetzt ein neues Album ist. Ich sehe es gerade. Ja. Packe ich mir direkt mal in die Playlist. Auf jeden Fall eine meiner Lieblingsbands. Ja, die sind stark. Bestes Album des Jahres bis jetzt. Von diesem Jahr? Mhm. Ich würde sagen, ich schwanke zwischen Ben Howard und Thrice tatsächlich. Ich glaube, ich sage Thrice. Okay. Dann auf jeden Fall. All-time bestes Album für dich? Pearl Jam 10. Okay. Bester Frontsänger aller Bands? Oh, da gibt es aber so viele Variablen, also meinst du jetzt so vom Auftritt oder im Metal, okay. Im Metal, ja.
all over quasi, Auftritt und Stimme und Präsenz. Ich sage es, weil ich die sehr gerne mag. Ich sage der Sänger von In Flames. Ja, das sieht sympathisch aus. Und Sängerin, beziehungsweise Schauterin. Die Sängerin von Spirit Box. Oh, noch, ja, noch nie live gesehen, aber ich finde es super sympathisch. Sie sieht super sympathisch aus. Ich mag ihre Schreistimme sehr, sehr gerne, auch wenn sie auf dem neuen Album nicht mehr viel schreit, aber auf jeden Fall eine Frau, von der ich gern mehr sehen und hören möchte. Safe. Der letzte Song mit der Videoauskopplung war auch ultra stark. Apropos bestes Musikvideo. Heutzutage, ich weiß nicht so, aber... Oh, ich liebe ja Tool-Musikvideos. Ich sage Sober von Tool, weil ich gerade Bock drauf habe. Bestes Musikinstrument. Oh, Violine. Okay. Bestes Getränk, egal ob Alkohol oder nicht. Kaffee. Lieber schwarz oder mit Milch? Also sehr, sehr guten Kaffee trinke ich gerne schwarz. Aber im Alter macht es mein Magen nicht mehr so mit. Deswegen sage ich auch gerne auch mit veganer Milch. Okay. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Das ist eine Speed-Speed-Runde quasi. So speedmäßig da Fragen auszudenken. Spontan. Ja. Oder Tim, fällt dir noch eine Frage schnell ein? Ja, die Off-Topic-Frage, die wir immer stellen. Glaubst du, die Menschheit sollte eine interplanetare Spezies werden? Nein, die macht so viel kaputt. Die Mars-Frage noch. Mars? Wenn ich immer so, sollte der Mensch auf dem Mars, aber es ist jetzt das Gleiche. Jetzt bin ich gerade dumm. Same. Ja. Same shit. Ja, okay. Ja. Vielen Dank. Gesprochen. Ja, vielen Dank. Coole Folge und coole Themen auf jeden Fall. Gerne. Wir hätten jetzt auch noch eine Stunde weiterreden können, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Aber wir müssen ja, Leute sollen das ja auch hören. Ja. Und ich denke ist das Joe Rogan mit 4 Stunden? Das würde sich keiner geben. Ja, cool. Vielen Dank fürs Einladen. Interessante Themen. Vielleicht bald wieder, irgendwann mal. Und ja, ich hoffe, dass ein paar Leute, die das zuhören, sich jetzt weniger alleine fühlen und empowered fühlen und wir euch ein bisschen stärken konnten. Das hoffe ich auch. Alright, dann sag ich mal tschüss. Dann habt noch einen schönen Tag. Danke. Ich bleibe jetzt aber noch kurz drinne, um nochmal Privatschuss zu sagen, oder soll ich jetzt rausgehen? Ich bleibe auch noch kurz.